Verena Wodke-Werner, ich bin Direktorin hier der Akademie, aber ab und zu mache ich auch eine Veranstaltung, weil ich studiert habe. Und so sind ethische und theologische Fragen auch Fragen, die ich immer mal wieder an der Akademie behandle. Der Abend heißt, wer reicht den Schierlingsbecher? Sokrates selbst zu sich genommen, das wissen Sie. Und es geht um ethische und politische Herausforderungen nach dem Karlsruher Urteil im Februar 2020. Dann kam Corona, das wissen Sie, und das Thema ging, fand ich jedenfalls, total unter, weil es war überlagert. Und jetzt durch die Äußerungen eines Landesbischofs der Evangelischen Kirche, nämlich von Herrn Meister, der sich pro Sterbehilfe ausgesprochen hat, war das Thema, was ich sehr gut finde, plötzlich wieder in den Zeitungen und wir hatten endlich die Möglichkeit zu agieren. Ist irgendwas technisch nicht in Ordnung, Frau Turner-Fromm? Gut, das muss die Technik machen, das ist nicht eine Angelegenheit. Ein Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, aber ich finde, das können sehr viele andere auch befürworten, sagte an der Art und Weise, wie eine Gesellschaft Krankheit, Tod und Sterben umgeht, wird ihr Menschenbild, ihr Verständnis von Würde, das ethische Fundament auf dem sehr deutlich. Ich hoffe, das wäre so das Ziel des heutigen Abends, dass das deutlich wird. Was für ein Verständnis haben wir? Da wird Herr Professor Mietz zu beitragen und alle anderen auch und Sie auch. Und das zweite Ziel wäre, wir haben dieses Urteil, nachdem der assistierte Suizid möglich werden wird. Gesetzlich ist es ja noch nicht ausgestaltet und ausgemalt. Welche Kriterien wären denn wichtig und notwendig für den Gesetzgeber, dass dieses Faktum, was jetzt gesetzt ist, möglichst im Sinne eines Lebensschutzes reguliert? Auch darüber werden wir im Laufe des Abends sprechen. Und da gehören einfach viele Erfahrungen und viele Menschen, die da sich theoretisch und praktisch mit. Ich begrüße den Herrn Professor Mietz gleich noch ein wenig ausführlicher, bevor er sein Referat hält. Professor Mietz ist seit 1981 in der Lehre der Hochschule für Sozialethik und Ethik tätig. Er war an der Katholischen Fakultät Uni Tübingen bis 2008, stimmt es, oder 2007? Bis 2008 war er tätig. Vorher war er in Würzburg und Fribourg auch lange tätig, in der Schweiz. Und 2009 ist er Fellow am Max-Weber-Kolleg in Erfurt und Leiter des Meister-Eckhardt-Forschung, der Meister-Eckhardt-Forschungsstelle. Er war und ist in vielen europäischen und deutschen kirchlichen und nicht kirchlichen Ethikkommissionen, hat die Bundesregierung immer wieder beraten bei bestimmten Dingen und so weiter. Da könnte er wahrscheinlich viel zu sagen, das können wir aber behandeln. Ich möchte gerne ein Buch vorstellen, weil Herr Professor Mietz hat zu dem Thema, was wir heute behandeln, durchaus auch einen eigenen Bezug. Das Buch heißt Sterben und Lieben. Das werden wir nachher auch verkaufen. Selbstbestimmung bis zuletzt. Und es ist von Dietmar Mietz und Irene Mietz verfasst. Und beschreibt, finde ich, auf wunderbare Weise, es enthält Tagebuchaufzeichnungen, Sterben lag und bestimmte Dinge abgelehnt hat. Und es ist eine wunderbare Mischung zwischen Fachbuch und Sachbuch einer sehr persönlichen Lebensgeschichte dieses. Und ich finde es großartig, ich habe es in einem Rutsch durch, ganz großartig. Und dass ein Professor sowas schreiben kann, auch ganz großartig. Der Titel des Vortrags heißt Sterbehilfe als humaner Auftrag, selbstbestimmtes Sterben und die ethischen Grenzen organisierter Hilfeleistung. Und Herr Professor Mietz, Sie erlauben mir, dass Sie einfach eingesprungen sind für Eberhard Schockenhoff, der ganz plötzlich verstorben ist, den wir erst angefragt hatten. Da danke ich Ihnen ganz besonders, dass Sie das in Kollegialität gemacht haben. Das hat uns alle total geschockt. Aber wir wussten ja, dass Sie dem Thema auch nahestehen. Und jetzt ist der Ring frei. Meine Damen und Herren,
Sterbehilfe als humaner Auftrag, selbstbestimmtes Sterben und die ethischen Grenzen organisierter Hilfeleistung. Der Vorspruch lautet, was nicht rechtswidrig ist, ist deswegen noch nicht moralisch unbedenklich. Aber ich möchte beginnen mit einem ersten Punkt, der gute Gründe für die Karriere der Selbstbestimmung nennt. Wenn man an die Geschichte zurückdenkt, so hatten wir Einschränkungen in Beruf, der Eheschließung und in der Rechtsausübung. Und diese Einschränkungen sind aufgelöst worden, dadurch, dass wir die Selbstbestimmung wieder eingeführt haben, die nur in ganz bestimmten Fragen, beispielsweise auf religiösem Gebiet, noch eine Rolle gespielt hat. Insofern muss man die Entwicklung der Selbstbestimmung auch moralisch begrüßen. Beispiele anerkannter Selbstbestimmung sind heute der Beruf, die Ehe, Familie, die Kinder und auch in unserem Zusammenhang die Patientenverfügung. Fehlende Selbstbestimmung bleibt ein soziales Problem, an dem man auch arbeitet, indem man mehr Möglichkeiten für Selbstbestimmung in der Gesellschaft zu unterstützen versucht. Mit der Karriere der Selbstbestimmung als Legitimation für Handlungen im Bereich des Lebensgutes ist zugleich Befreiung von Zwangsmaßnahmen gemacht. Früher hatte man gegenüber Behinderten auch im ärztlichen Bereich Zwangsmaßnahmen, die man heute zum guten Teil verantwortlich auflöst. Und es gab früher viel mehr Paternalismen, vor allen Dingen im Arztberuf. Deswegen ist diese Entwicklung, die dazu geführt hat, auch über Sterbehilfe nachzudenken, ein gewichtiges und zentrales Thema. Ein zweiter Punkt, die Begründung des Bundesverfassungsgerichtes für die Aufhebung von Einschränkungen der Hilfe zum selbstbestimmten Sterben. Das Bundesverfassungsgericht sieht Selbstbestimmung zum Sterben als Folge des, so sagt es, allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Begründung des Bundesverfassungsgerichtes geht zunächst nicht auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde zurück. Zwar wird von der Menschenwürde gesprochen, aber nur auf eine ganz bestimmte Weise, denn es heißt dort, ich zitiere, die Achtung und der Schutz der Menschenwürde und der Freiheit sind grundlegende Prinzipien der Verfassungsordnung, die den Menschen als eine zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähige Person begreift. Von der Vorstellung ausgehend, dass der Mensch in Freiheit sich selbst bestimmt und entfaltet, passt die Garantie der Menschenwürde insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität. Unverlierbare Würde des Menschen als Person besteht hiernach darin, dass er stets als selbstverantwortliche Person anerkannt bleibt. Dieser Gedanke autonomer Selbstbestimmung wird in der Gewährleistung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts näher konkretisiert. Zitat Ende. In meinen Augen ist dies eine sehr merkwürdige Argumentation. Denn um die Folgerungen zu erreichen, musste man die Prinzipien Menschenwürde und eine individuell verstandene Freiheit in eines setzen. Das ist meines Erachtens der Verfassung neu. Dabei werden jedem Menschen Fähigkeiten unterstellt, die nicht jeder Mensch in seiner Entwicklung und in seinen Einschränkungen haben kann. Das heißt, an die Stelle der Menschenwürde tritt in diesem Gerichtsurteil eine quasi religiöse Apotheose der menschlichen Freiheit. Könnte auch sagen, eine Kanonisierung der menschlichen Freiheit. Freilich ist Folgendes zu beobachten. Erstens, das Gericht orientiert sich zu Recht nicht an einem würdigen Sterben, davon ist gar nicht die Rede, also nicht etwa so, wie Hans Küng und Walter Jens vom würdigen Sterben gesprochen haben, sondern das Gericht orientiert sich an einem selbstbestimmten Sterben. Denn das Wort würdig oder unwürdig würde einen Zustand beschreiben. Meines Erachtens darf man die Menschenwürde nicht mit der Diagnose eines Zustandes verwechseln. Menschenwürde verliert man nicht in einem noch so belasteten Zustand. Bringt man bei der moralischen Frage nach Handlungen im Bereich von Sterben und Tod dagegen die fundamentale Würde im Sinne von Selbstwirklichkeit und Instrumentalisierungsverbot ins Spiel, dann gewinnt man eine andere Perspektive. Das hat aber das Bundesverfassungsgericht nicht getan. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verlangt nach dem Bundesverfassungsgericht die Beseitigung von bestimmten Hindernissen, die seine Umsetzung so einschränken, ich zitiere,
dass die freie Entscheidung nicht mehr geschützt, sondern unmöglich gemacht wird. Das ist in meinen Augen ebenfalls eine sehr merkwürdige Argumentation. Denn ist es wirklich so, dass durch den § 17 derzeitiger Fassung unmöglich gemacht ist, Sterbehilfe zu erlangen? Sterbehilfe auf andere Weise zu erlangen als mit kommerziellen Angeboten? Das heißt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ich zitiere, die Straflosigkeit der Selbsttötung und der Hilfe dazu geht als Ausdruck der verfassungsrechtlich gebotenen Anerkennung individueller Selbstbestimmung nicht zur freien Disposition des Gesetzgebers, Zitat Ende. Das bedeutet jedoch nicht die Beseitigung von allen möglicherweise sinnvollen Regelungen, sagt das Bundesverfassungsgericht, sondern es soll so sein, dass die freie Entscheidung und die Hilfe dazu nicht unmöglich werden, so heißt es ja wörtlich. Eine Eingrenzung, also die kommerzielle Hilfe, wird hier aufgehoben. Das heißt also nicht, dass Sterbehilfe grundsätzlich nicht reguliert werden kann, sondern dass andere Punkte einschlägig sein können, die sich dann zum Beispiel auf die Prüfung der Selbstbestimmtheit der Entscheidung beziehen. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Begründung eine empirische Behauptung enthält, nämlich mit dem Gesetz sei selbstbestimmtes Sterben, zitiere, unmöglich gemacht. Man kann also sagen, wenn diese Behauptung nicht stimmt, ist die Begründung schlecht. Oder die behauptete Sachlage und damit die Voraussetzungen des Urteils könnten sich in Zukunft auch ändern. Man muss die Begründung des Bundesverfassungsgerichtes noch genauer betrachten. Auf eine Rückführung der Kategorie Recht auf Selbstbestimmung, auf die Grundrechtsbalance zwischen Freiheit und Leben, wird eigentlich im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes verzichtet. Das heißt aber auch, die Menschenwürde wird, obwohl sie erwähnt wird, in der Begründung nicht als Anwendungskategorie gebraucht. Deshalb spricht man ja in diesem Urteil vom Schutz der Menschenwürde und der Freiheit, als ging es um die Addition von zwei Prinzipien. Es handelt sich also meiner Ansicht nach nicht um eine eindeutige Letztbegründung, sondern nur um eine Behauptung der Nichtwidersprüchlichkeit, ich wiederhole, der Nichtwidersprüchlichkeit zwischen dem Urteil Bundesverfassungsgerichts und den grundlegenden Prinzipien der Verfassungsordnung. Diese sind hier merkwürdig zusammengefasst. Eigentliche Begründung des Urteils erfolgt aus einem spezifisch handlungsnäheren allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das sagt das Gericht ja auch. Aus ihm folge das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das freilich damit als nicht widersprüchlich Prinzipien des Grundgesetzes aufgefasst. Warum ist diese Beobachtung der Nichtwidersprüchlichkeit wichtig? Wenn der Gesetzgeber, also der Bundestag, mit diesem Urteil umgehen will, muss er beachten, was alles vom Bundesverfassungsgericht hier nicht herangezogen wird. Das ist der lapidare Satz der Verfassung, der nicht herangezogen wird. Ich zitiere, Menschenwürde ist unantastbar. Man kann das beklagen. Man kann aber auch sagen, Urteil bleibt das unangetastet und hat weitere gesetzgeberische Folgen. Entscheidend bleibt, auch wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts darin wackelt, dass der Gedanke der Menschenwürde gegenüber der Verfassung ein konstitutives Kriterium weiterhin darstellt und nicht umgekehrt. Nach Artikel 79 unserer Verfassung kann das Kriterium der Menschenwürde nicht geändert werden. Auch nicht möglich ist, durch Stimmabgabe in einem Volksentscheid außer Kraft zu setzen. Das Kriterium der Menschenwürde ist jedem Mehrheitskriterium voraus. Es konstituiert unseren Staat, staatlichen Organen im Sinne von Mehrheitsbildung. Nun ist natürlich die Frage, ob die Menschenwürde hier im Sinne eines Rechtsindividualismus interpretiert wird, mein dritter Punkt. Bringt man bei der moralischen Frage nach Handlungen im Bereich von Sterben und Tod fundamentale Würde im Sinne der Selbstzwecklichkeit des Menschen, Verbotes, Instrumentalisieren, dann gewinnt man, wie ich gesagt habe, eine andere Perspektive. Selbstbestimmung wird im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geradezu angebetet.
Aber sie ist doch nicht so eindeutig, wie es dort geschieht, individualistisch auszulegen. Selbstbestimmung ist zwar durchaus ein moralisches Recht in der Patientenautonomie. Deswegen hat diese Patientenautonomie im ärztlichen Handeln auch sehr viel gewonnen. Aber es gibt nicht nur die Selbstbestimmung, die einen selbst betrifft. Es gibt auch die Selbstbestimmung, die andere mitbetrifft. Dazu gibt es verschiedene Situationen am Anfang und am Ende des Lebens. Die Leihmutterschaft, die Eizellspende, aktive Euthanasie, ärztliche Hilfe zum Suizid, Fahrt zum Exit, die Entscheidung, anderen nicht zur Last zu fallen. Hier wird aber die Frage der moralischen Ausrichtung in der Selbstbestimmung virulent, also auch die Frage der Verantwortung. In diesem Zusammenhang kann man wieder unterscheiden zwischen beanspruchter Selbstbestimmung, sie kann in einer Spannung zwischen Lebensrechten und Freiheitsrechten stehen, und einer zugewiesenen Selbstbestimmung. Das heißt, Selbstbestimmung erscheint aus ganz anderen Gründen als nützlich, als Kostenersparnis, als Gewinnmarge und als Legitimationsersparnis. Wolfgang van den Deele, ein Soziologe, hat besonders schön den Anspruch der Selbstbestimmung formuliert. Ich zitiere: Einsicht in die gesellschaftliche Bedingung des Handelns kann das moralische Gewicht der Berufung auf Selbstbestimmung nicht relativieren. Macht eher deutlich, was wir mit Selbstbestimmung eigentlich meinen. Diese kann nämlich gar nichts anderes bedeuten, als die Freiheit, unter gegebenen kulturellen und gesellschaftlichen Vorgaben und Erwartungen, denen die Beeinflussung durch Massenmedien und Werbung gehört, eine eigene Entscheidung zu treffen. Dass Handelnde tatsächlich in der Lage sind zu entscheiden, wird ihnen in unserer Kultur auch normativ zugeschrieben, sofern sie nicht unmündig oder krank sind oder unter manifestem äußerem Zwang stehen. Das heißt, für die Anerkennung von Selbstbestimmungsansprüchen, sagt van den Deele, ist der Befund, dass sie zum Teil zugewiesen und zum Teil auch benutzt wird, nicht relevant. Das ist der Punkt, dem van den Deele und das Bundesverfassungsgericht in ihrem Urteil übereinzustimmen scheinen. Man kann mit dem Philosophen Immanuel Kant hier einen Widerspruch einlegen, weil er sagt, Selbstbestimmung ist zugleich auch verantwortliche Selbstverpflichtung auf das Gute und Richtige im Autonomie, übersetzt im Sinne von Kant, heißt eben nicht Selbstbestimmung, Selbstverpflichtung. Und dabei ist natürlich ganz gewichtig nachzufragen, ob Nachfrage nach Selbstbestimmung durch das Angebot wird oder ob das Angebot der Nachfrage nachgeht. Ich muss also immer wieder fragen, welche Selbstbestimmung, welchen Grenzen, welchen Nutzen, wirklich selbstbestimmte Selbstbestimmung ist die selbstverpflichtende Selbstbestimmung, wahre Autonomie. Diese Autonomie weiß um das Entzogensein des eigenen Selbst und um die Unverfügbarkeit des anderen durch das Wort Würde, das keine Quersumme von Werten darstellt, sondern letztlich das nicht bewertete, das nicht bewertbare als absolut wertfest. Ich finde es ganz spannend, weil gerade eine Soziologie macht. Direktor und Hartmut Rosa hat sein letztes Buch über das Thema Unverfügbarkeit. Selbstbestimmung wird oft mit der Vorstellung gekoppelt, keine unnötigen Leiden ertragen zu müssen. Eine bedenkliche Formel des Europarates 1977. Aber bestimmt der Stand der Technik, was eine Not ist, was Solidarität ist, was damit die Einbeziehung des anderen verlangt. Der Umgang mit dem Leid ist zu einer entscheidenden Frage nach der richtigen Kultur. Wir müssen freilich auch in der Kirche darauf achten, dass wir nicht Leid unter dem Kreuz spirituell entsorgen wollen. Das ist ein zweischneidiges Motiv. Es kann sowohl Hilfe als auch Unterdrückung der Leidenden sein. Das ist längst entdeckt. Leid als Theologe ist nicht zu verflehen. Es ist zu bestehen. Dieser Gedanke führt uns in der Terminologie der Rechte zu dem Unterschied zwischen Abwehrrechten und Anspruchsrechten. Wir haben das Recht, dass uns kein Leid zugefügt wird.
Aber haben wir das moralische Recht, andere in jeder Hinsicht zum Instrument der Erfüllung von Bedürfnissen zu machen, an deren Nichterfüllung wir leiden? Dürfen andere zum Instrument der Leidverringerung für uns werden? Aber könnte man sagen, bieten uns das ja an. Dann müssen wir die Angebote der moralischen Ebene im Einzelnen prüfen. Hier haben wir bereits eine Situation des Verfalls der Sprache. Das Verabreichen von tödlichen Mitteln ohne Anführungszeichen, den Medien Therapie zu nennen oder von Sterbemedikamenten zu sprechen, zeigt nach meiner Ansicht eine Verflachung des moralischen Bewusstseins an. Für moralisch unbedenkliche Alternativen braucht man einen funktionierenden Sozialstaat und eine solidarische Gesellschaft. Statt Menschen mit ihren Problemen allein zu lassen, dabei aber den Todesausweg für ihre Nöte anzubieten, ist ein Netz der sozialen Hilfe notwendig. Palliativ, Hospizbetriebe bieten genau dies an. Durch dieses Netz kann das richtige Umfeld für ein Leben unter schweren Einschränkungen erstellt werden. Neue Gesetzgebung, die präventiv auch von uns allen gemeinsam übersteuern getragen werden müssen. Es gibt bleibende Fragen. Rechtsansprüchen und Pflichten bestehen zum Beispiel solche Fragen. Man kann ja zwischen Rechtspflichten durchgesetzt werden und moralischen Pflichten unterscheiden. Hier wird uns immer mehr zugemutet, unsere moralischen Pflichten selbst zu finden, weil sie durch das Gesetz nicht vorformuliert sind. Gehen wir von einem Paradigmenwechsel. Die Stelle der Krankheit als diagnostizierbare Befindlichkeit eines Menschen tritt sein individueller Wunsch auf eine Behandlung, also auf ein eingreifendes Handeln an ihm, dass seine Legitimation einzig und allein auf seiner eigenen Willensäußerung hat. Wäre ähnlich, fällt etwa. Ich kann mich erinnern, dass hier ein Extrem vor Jahrzehnten schon sichtbar wurde, als eine Frau sich Hautstücke nehmen ließ, um ihr Äußeres zu verwandeln, dann in Reagenzgläsern gegen Geld zur Schau. Und auch Sterbehilfe nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch kommerziell angeboten und erbracht werden. Es handelt sich dabei aber nicht um Rechtspflichten der Anbieter. Diese Hilfe kann nicht juridisch vom Hilfesuchenden bei einem anderen beansprucht und eingeklagt werden. Welche Pflichten handelt es sich dann? Da handelt es sich um eine Staatspflicht, die an der Stelle der individuellen Verantwortung tritt. Meine ich, gibt es eine Vorrangigkeit von Staatspflichten, nämlich in der Frage der Prävention in der Suizidalität. Nichtwidersprüchlichkeit von kommerzieller Sterbehilfe und Verfassung, die das Bundesverfassungsgericht behauptet, kann man auch schwächer als eine Art rechtliche Tolerierbarkeit dieser kommerziellen Verfügungen verstehen. Gesellschaft kann man im Rahmen dieser Toleranz dann moralisch-pluralistisch reagieren. Aber auch mit einschränkenden Rechtsetzungen, Selbstbestimmung, das ist ja die Forderung des Gerichtes, Selbstbestimmung ihre nicht unmöglich machen. Geht ja das Gericht durchaus zu. Im Rahmen rechtlicher Toleranz sind ohnehin, wie ich sagte, moralische Pflichten nicht außer Kraft gesetzt. Kann ja moralisch richtig sein, etwas nicht zu tun, was gesetzlich toleriert wird. Davon soll abschließend noch die Rede sein. Vielleicht stellen Sie an dieser Stelle auch die Frage, was sagt denn die katholische Kirche? Wird das ein katholischer? Ich komme dann zurück auf eine Rede Papst Pius XII. Im Jahre 1957 auf einem Ärztekongress im Hinblick auf das Endstadium ärztlicher Patientenbetreuung zwischen direkten indirekten Handlungsfolgen. Demnach ist es katholisch erlaubt, über therapeutische Mittel hinaus Mittel anzuwenden, deren leidvermindernde Wirkung im Nebeneffekt mit Lebensverkürzung verbunden ist. Dabei geht es um die Doppelwirkung einer Handlung, deren erste Intention das menschliche Überlebenswohl in Verbindung mit der Leidverminderung ist, also nicht wird, so in Kauf nimmt, dass dies das Gut der Lebensverlängerung einschränkt.
dieser Tradition werden die einschlägigen Werte als Güter aufgefasst und miteinander abgewogen werden. Dabei kann der Vorrang der Werthöhe bzw. der moralische Rang eines Gutes, aber auch der Wert Dringlichkeit, das von der unmittelbaren Abwehr eines Übels bestimmt Falle wäre, die Wahrheit. Es werden also nicht nur Güter, sondern es werden auch Übel, also nicht Güter, miteinander verglichen. Dabei kann die Abwehr eines Übels im Einzelfall den Vorrang vor der generellen Wahrung eines Gutes. Aber es ist interessant, von Selbstbestimmung, das kannte Pius. Kannte noch keine Patienten, richtete sich ein Paternalismus der Ärzte. Deswegen muss die kirchliche Lehre in dieser Hinsicht weiterentwickelt werden, und da sehen wir. Dazu gibt das Gerichtsurteil durchaus auch einen Anlass, dass wir in der Theologie uns etwas klarer werden, was denn Selbstbestimmung meint, welchen moralischen Wert sie darstellt, in welcher Weise sie eine Selbstverpflichtung ist und inwieweit sie als Verantwortung auch für das Handeln anderer zu betrachten. Das führt zu der Frage nach persönlichen christlichen Erfahrungen mit selbstbestimmten Sterben. Ja, schon das Buch Sterben und Leben nennt, und deswegen möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht mehr sagen, als wenn wir religiös fragen, mitten im Glauben und in der Hoffnung, fragen wir natürlich, was der Wille Gottes ist. Da der Wille Gottes nicht unmittelbar zum Ausdruck gebracht ist im Vater Unser, sondern wir nur wissen, dass es nicht unser Eigenwille ist, dein, nicht mein Wille, heißt das, dass wir auch meditativ und kontemplativ darüber nachdenken müssen, was Überlassenheit heißt. Also sich einen anderen, das in die Hoffnung, ein anderes Leben zu ergeben. Hat die Hoffnung für ein neues Leben als religiöses Motiv eine moralische Bedeutung? Hoffnung persönlich hat sie dies. Die Frage ist, was bedeutet moralisch? Hier das moralische Fazit. Ableitung der Sterbehilfe aus Persönlichkeitsrechten scheint aus moralischer Sicht als zu undifferenziert, als sozial nicht ausreichend. Bleibt zudem ein Gebot moralischer Klugheit, auch die künftige Gesetzgebung anleiten sollte, das allgemein Richtige nicht vorrangig aus der Sicht von individuellen Extremfällen zu ja zeitlich Vorbild. So, jetzt hat der Ethiker und der Philosoph gesprochen, und das ist harte Kost. Jetzt kommen wir zu den Praktikern, wobei Frau Kula weiß schon auch, da gibt es auch eine Koalition zwischen den beiden, das werden Sie gleich beim Vorstellen merken. Aber wir werden das, was Herr Professor Miet jetzt hat, mit der Praxis testen und konfrontieren. Und wir werden auch Gelegenheit haben, mit Herrn Weiß und Herrn Miet einzelnen nachzufolgen, weil ich bin mir durchaus bewusst, dass das für jeden das Gewöhnliche ist, was kommt. Aber es Materie muss sich dem unbedingt aussetzen. Ich würde jetzt mit der Dame beginnen. Frau Dr. Christiane Kohler-Weiß ist Pfarrerin. Sie ist Abteilungsleiterin für Theologie und Bildung im Diakonischen Werk, der Spezialgebiet Diakonische und Ethische für das Christentum der Einrichtung der Diakonie, ich sag mal, anbietet, evangelisch vorschreiben. Das ist anders. Sie hat auch in diesem Kontext in ihrer Promotion gearbeitet, und ich werde Sie nachher vor allen Dingen zu diesen ethischen und theologischen Positionen zusammen nochmal. Dann haben wir zwei Ärzte hier auf dem Podium sitzen. Ich nehme mal den meiner Rechten. Herr Dr. Heino Hügel, der geschrieben, kommt aus Liverpool. Das ist Unsinn. Er war sehr lange, 8 Jahre in Liverpool. Er ist in Friedrichshafen geboren und ist wieder zurückgekommen. Er hat dort eine, das wissen Sie wahrscheinlich, eine exzellente Ausbildung
Palliativmedizin genießen können. Wir wissen, dass ja die Palliativarbeit ein Kind Großbritannien, ich glaube, die sind heute hier sind. Es gab also eine Rückkehr in die Heimat und er leitet das Clinic House Interface hier für Oberschwaben dann noch, glaube ich, weiter. Da können Sie sagen, dass 1989 schon gegründet worden ist. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Ich werde Ihnen gleich biologischen, kulturellen, medizinischen Seiten beim Sterben befragen. Das zusammen auch mit Herrn Bürger, der so ein bisschen anders noch, der sitzt zwar hier auch, der Herr Bürger, aber er sitzt nicht nur als Herr Dr. Bürger hier, der eine Praxis mit der Frau hier leitet, sondern er sitzt auch als Vorstand, Vorsitzende der Ärzteschaft Kreis Ravensburg und Vorstand der Bezirksärzte. Das heißt, er wird auch durchaus für die anderen sprechen. Mache ich falsch? Ah, gut. Müsste der dann nicht da erscheinen, der Herr Müller? Gut. Also wir haben es auch mit Erscheinungen zu tun. Toll, ja. Durch seine Funktion von Herrn Dr. Bürger in der Ärztekammer soll er etwas sagen, wie die Ärzteschaft das sieht, wie differenziert die Ärzteschaft das sieht, vor welchen Problemen die Ärzteschaft jetzt steht und was es mit dem Eid, den Sie geleistet haben, so auf sich hat, wie der sich jetzt vielleicht verändert oder wie man wird. Wir werden auch darüber sprechen müssen, inwieweit sich ältere Menschen unterdrücken. Hört das? Es gibt Heime in Niederlanden an der Grenze zu Deutschland, wo sich Menschen nach Deutschland verlegen lassen, weil sie durchaus einen führen, ein Angebot anzunehmen zur aktiven, das sie nicht unbedingt annehmen möchten. Dann würde ich noch den Herrn Müller, auch wenn er noch nicht erschienen ist, würde ich ihn auch noch mal begrüßen und vorstellen. Herr Axel Müller ist, ich habe auch mit ihm telefoniert, er ist erschienen. Guten Abend, Herr Müller. Er ist ist MdB, er ist Jurist, war Vorsitzender Richter am Landgericht, Mitglied im Rechtsausschuss des Bundestages. Hier ist er für uns interessant, weil ja der Gesetzgeber jetzt vom Bundesverfassungsgericht den Auftrag bekommen hat, dieses Kippen des Gesetzes legislativ auszugestalten, und zwar im Sinne durchaus des Schutzkonzeptes. Das heißt, es geht um Kriterien für die Assistenz zum Suizid, das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Und uns interessiert, was die anderen Fraktionen so denken. Also die müssen sich ja jetzt hinsetzen da in Berlin und müssen dieses Gesetz neu formulieren. Und da fände ich es interessant zu hören, was denkt die Linke, was denkt die, ja und so weiter. Also da wird er uns vielleicht etwas nachher dazu sagen können. Habe ich Sie jetzt ausreichend vor? Dann würde ich gerne. Gut. Dann würde ich jetzt gerne einsteigen. Und zwar würde ich jetzt eigentlich gerne erstmal mit dem Gefühl einsteigen und dann auch mit dem Bürger. Und dann gibt es vielleicht auch mal ein Hin und Her, aber ich würde jetzt gerne mal von der hohen Ebene der Ethik in die harte Realität. Gerade mit dem Herrn beim Sterben, was beobachten Mediziner? Ich habe, als meine Mutter starb, das Buch von Monika Renz Übergehen gelesen, das ja so ein bisschen anders ist, weil da ist ja die Rufen, die wir von früher kennen, von Frau Kübler-Ross, eher in so einen treibenden Prozess. Es gibt ein Sterbenleben, so ein Hin und Her auf der Karte. Ich kann das sagen, ich habe das auch beobachtet. Also was geschieht beim Sterben? Was sagt der Mediziner, was er beobachtet? Sterben ist Sterben Teil vom Leben. Anders als der Ethiker. Ja, vielleicht erstmal dazu.
Was erleben Sie da? Weil Sie sagen, es ist heute länger. Was erleben Sie da? Ist das eine Unzumutbarkeit, die Sie da erleben? Oder ist das vorstellen, ja, nach 5 oder 15? 15. Was Professor Mietz sagte, wenn dieses selbstbestimmte Recht plötzlich andere betrifft. Wir haben ja darüber gesprochen, dass hier die Begriffe gerade in der Presse auch total durcheinander gehen oder man weiß irgendwie gar nicht, was ist jetzt erlaubt und was ist verboten und gerade wie. Herr Dr. Bürger, hinter Ihnen ist auch noch, wenn ich Sie mal... War nicht hier meine Referentin? Schaffen wir. Kann man noch ein bisschen laufen zwischen. Ich hatte mit Herrn Dr. Hügel auch gesprochen, was jetzt eigentlich, dass wir die Begriffe auch nochmal angucken, die wir gerade zusammen machen. Also verboten bleibt nach wie vor in Deutschland, auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Töten auf Verlangen. Also die Todesspritze, Euthanasie. Was im Moment oder was erlaubt ist, eigentlich müssen wir auch noch drüber reden. Ich meiner Mutter zum Beispiel hätte ein todbringendes Medikament können. Ich als Nichtärztin, die keine Ahnung hat, das war die ganze Zeit schon erlaubt. Das ist Temperaturen. Was erlaubt ist, ist die Hilfe beim Sterben, das heißt, das, was Palliativmedizin anbietet, Abbruch von Behandlungen, Hergabe, das haben wir eben gehört in dem Bus, Tod lindert, aber unter Umständen eine Auswirkung hat, Morphium, die schneller zum Tod. Ja, das können Sie noch differenzieren. Aber ich brauche dazu eine Patientin. Was jetzt im Raum steht, das ist die blaue Wolke, Assistenz, ja auch immer soll, das ist die Hilfe. Jetzt ab Februar. Habe ich was? Ja. Was verboten bleibt. Und auch aber was ist mit Leuten, die sind? Meine Mutter konnte sich zum Beispiel nicht mehr äußern. Oder mit Koma-Patienten, die können ja nicht. Niemals möglich. Ja. Ich denke, also.
Sagen Sie das nochmal ganz klar und deutlich. Es gibt Medikamente, die durchaus sedieren, aber das Leben. Ja. Targetiert ist. Herr Häusler, ist das mit der Akustik? Ich habe nämlich auch das ein bisschen näher sich das oder anders ausrichten. Meinungen gesprochen und nun haben wir doch keine. Soll ich das nochmal sagen? Ja, ja, ja. Also mit den Medikamenten, ja. Herzkontrolle. Vielen Patienten verfügbar. Ich möchte nicht, wenn die Mehrheit der Patienten nichts Lebensverkürzendes tun. Gibt es Situationen, wo Sie sagen, auch als Palliativmediziner, das sind Schmerzsituationen, kriege ich nicht mehr in den Griff? Vielleicht sagen Sie die formulieren, ja, denn es ist so, also es können oft Möglichkeiten geben, aber ich möchte nicht jeder sagen, die oft unbedingt die Angst vor einem Symptom, sondern eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Man aber kann das, da Schmerzen immer das müsste ich ja anbieten. Hier tun. Bei Hilfe zum Sterben muss ich ja massiv Hilfe von einem Dritten annehmen. Genau. Das ist aber, ja. das ist das, was berechtigterweise sagen kann, was nicht jeder unbedingt möchte. Ja, ich finde es nur jetzt interessant, dass Sie als Mediziner sagen, das begegnet mir ganz häufig, dass es jemand nicht will. Nicht ganz häufig, aber sage ich mal, bei den Fragen, wenn die Frage nach Assistenz kommt, dann ist es ist eben nicht so, wie man sich vorstellt, dass jemand jetzt ganz starke Schmerzen hat und da gibt es nichts mehr, sondern es sind oft eigene Vorstellungen, die man hat und eine Nichthilfe annehmen wollen, was sich ja auch, was man ja nicht jetzt irgendwie kritisieren kann. Ich würde den Herrn Bürger jetzt auch noch mal einbeziehen. Gibt es Sie beide, Sie erleben ja auch viele Menschen in Haussituationen, die im Sterben liegen oder die sich auf den Weg dazu machen. Gibt es Suizidverlangen und was sind das für Menschen? Und was stellen die sich, wenn wir uns diese Begriffe angucken, dann unter Suizidunterstützung überhaupt vor? Also ich also die Frage ist ja, wer möchte dann selbstbestimmt sterben? Das ist ja auch das Thema gewesen. Und ich habe das mal aus der Praxis und so in der Theorie nochmal als Erläuterung dargestellt. Wir haben einmal den, weil Sie sprechen ja von Selbstmord, ne? Bilanz-Selbstmord. Diese Situation hatten wir ja ganz akut mit Beginn dieser Covid-Erkrankung. Ich glaube, das war der Finanzminister in Niedersachsen, der sich umgebracht hat. Und es wurde ja kolportiert, dass der die Angst hatte, dass er die also anstehenden Kosten, die durch diese Covid-Pandemie entstehen, dass er das nicht mehr bewältigen kann. Ob das jetzt der wahre Grund ist, weiß ich nicht, aber so stand es ja in den Zeitungen. Also Bilanz-Selbstmord. Ja, dann haben wir ja den Selbstmord und das ist ja das Thema auch in Bezug auf die Palliativmedizin, aufgrund einer sehr schweren Erkrankung. Das heißt also, ein Beispiel, Menschen, die einen Krampfanfall haben, rezidivierend immer wieder, weil sie Hirnmetastasen haben. Nicht therapierbare Schmerzen, die den Wunsch haben, dann einfach zu sagen, ich möchte erlöst werden, also ich möchte sterben. Dann der Selbstmord aufgrund psychiatrischer Grunderkrankung. Hier muss man sagen,
Da habe ich eine klare Meinung, aber das ist jetzt meine persönliche, das ist nicht eine Meinung der Ärzteschaft, das sollte verhindert werden, weil diese Sterbehilfe, also in dem Fall assistierter Suizid, muss man kritisch sehen. Also es gibt Fälle, wo man das dann das auch in den anderen Ländern anbieten kann, also dass man sagen kann, okay, du hast die Möglichkeit, einen assistierten Suizid zu haben, aber, also die Möglichkeit ist da, aber es gibt auch Menschen, die dann, weil die psychische Erkrankung in Episoden verläuft, die dann irgendwann eine andere Wendung nehmen und sagen, ich habe zwar diesen Gutschein, aber den nehme ich nicht wahr, weil sich mein Leben wieder ändert. Und da waren wir ja auch dem Punkt, das ist ja ganz wichtig, immer wieder gesagt worden, da bedarf es einer immensen Anstrengung der Gesellschaft, dass man hier Unterstützung leisten. Das also, heißt, die lehnen nicht das Leben, sondern dieses Leben, was sich gerade ihnen stellt. Was sich gerade um sie tut. Ja. Ne? Die leben ihre, haben eine andere Wahrnehmung, ja, die in dem Fall jetzt gegeben ist und die sich durch viele Dinge, durch Netzwerkbildung, indem man ihnen andere Wertschätzung gibt, indem wir aufeinander achten, Achtsamkeit, ne? Dass das sich dann ändern kann. Also auch durch Medikamente und Therapie. Mhm. Da sind wir auch an dem Thema, was ja immer wieder angesprochen wird, dass die Therapiemöglichkeiten auch bei psychischen Erkrankungen unzureichend sind, ne? Dass die Leute nicht zu ihren Therapeuten kommen, dass wir keine Plätze haben. Also das sind alles Dinge, die wir ja auch in der Ärzteschaft oder dann auf entsprechend politischer Ebene fordern und einfordern müssen. Das wäre das. Dann haben wir dann eine ganz wichtige Sache, und das ist ja auch was, was viele vielleicht also immer wieder auch sehr trifft, ist der Affekt-Selbstmord. Ne? Ganz wichtig bei jungen Menschen, Liebeskummer in der Pubertät. Ne? Das ist also, habe ich selbst erlebt, auch in unserem kleinen Ort, dass durch eine Kurzschlusshandlung junge Leute sich umbringen. Das können sie nicht wieder gut machen. Und diese Dinge dann zu sehen oder dann wahrzunehmen, also wenn man diese Patienten betreut, ist nicht einfach. Ne? Und dann haben wir ja diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, ne, dieser assistierte Suizid, der ja dann in jeder Lebenslage möglich sein kann. Und da sind wir ja an dem Punkt, also in jeder Lebenslage. Jeder. Und dann haben wir ja gesagt, das haben Sie ja auch mehrfach formuliert und der Herr Miet, dass wir hier ganz klar Leitlinien brauchen, wir brauchen eine Sorgfaltsanforderung, also wir brauchen Kriterien, mit denen wir umgehen. Und da gibt es ja schon Vorschläge, die ich jetzt nicht im Detail kenne. Da kommen wir ganz am Ende noch von zu. Professor Wiesing aus Tübingen, der ja dann genau mit anderen zusammen auch Kriterien, also in der Ethika dabei, verschiedene Professionen, die dann gesagt haben, wir haben bestimmte Kriterien, die wir heranziehen, um Menschen dann auch im Hinblick auf einen assistierten Suizid zu befragen und zu beraten. Was sagt denn Ihre Ärzteschaft? Also, genau, der Punkt ist der, und das wird jetzt ein bisschen theoretisch, und zwar, wir haben ja eine Berufsordnung, wir haben auch eine Musterberufsordnung, die verabschiedet worden ist auf dem Deutschen Ärztetag, der leider dieses Jahr wegen Covid, wegen der Pandemie ausfallen musste. Das heißt, es wäre sicherlich dort auch zur Diskussion gekommen, weil dieses Urteil ist ja, so wie ich das nochmal im Kopf habe, im Februar, auf den Tisch gekommen. Ja. Das heißt, wir hätten mit Sicherheit im Plenum, also in Mainz, dazu Diskussionen gehabt. Das ist ja nicht passiert. Da gab es jetzt auch keinen Diskurs dazu. Aber der Punkt ist der, wenn man das Bundesverfassungsgerichtsurteil nimmt und unsere Berufsordnung, und viele Landesärztekammern haben das noch nicht umgesetzt, auf Baden-Württemberg komme ich kurz zu sprechen, da müssen wir sagen, dass das Verbot der Suizidhilfe, also in der Berufsordnung bei uns, der Kammern, berufsethisch nicht haltbar ist. Warum? Ja? Sagen Warum? Sie das mal? Ja, weil in den alten Verordnungen steht noch, ist das strafbar. Ne? Ja. Und jetzt in Baden-Württemberg haben wir in § 16 der Berufsordnung folgenden Satz aufgenommen, der stand schon, also wir haben noch was gestrichen, Beistand für Sterbende. Ne? Also dass Ärztinnen und Ärzte haben, Sterbende unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Mehr steht da nicht. So, jetzt haben wir da einen Satz stehen, und da würde ich mir schon auch wünschen, also eine Konkretisierung. Also das ist mir zu wenig. Und daran, dieser Prozess läuft. Das heißt, da kann ich nichts zu sagen. Und da muss man also abwarten. Ja, aber Herr Dr. Bürger, ja. Sie reden doch mit Kolleginnen und Kollegen. Was, also auf einmal, das ist ja so ähnlich mit 218, erinnere ich mich auch noch an die Zeit, wo es auch durchaus Ärzte gegeben hat, die gesagt haben, sie machen das nicht. Mhm. Also, die Freiheit muss ja, aber was hören Sie denn bei Kolleginnen und Kollegen? Also ich höre im Moment nichts, weil wir uns so nicht treffen können.
Wir treffen uns nicht. Wir haben durch Covid, also ja, das ist wie bei Ihnen. Ja, das ist tatsächlich wie bei Ihnen. Durch diese Pandemie sind viele Dinge einfach abgeschnitten. Okay. Also was jetzt, das ist eigentlich interessant, Sie hatten es ja eben auch gesagt, ne? Diese Diskussion wäre notwendig, die ist dringend notwendig und ich muss sogar begrüßen, also diese Veranstaltung jetzt, ja, ist ja auch ein Medium, um sich da auszutauschen. Wir hatten bis jetzt nicht die Gelegenheit, das im Moment aktuell zu reflektieren. Wir haben ja viele Ärzte online. Ich kann mir vorstellen, dass nachher da was kommt. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Diskussion führen würden, ich würde jetzt mal 50-50 sagen in Deutschland, dass 50% dieses Urteil aus Karlsruhe begrüßen und deren ausgestalten und 50% einfach alleingelassen sind und und sich nicht wohlfühlen mit dieser Sache. Da sind dann die Begründungen interessant. Genau. Und dazu kann ich jetzt noch was, ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie können wir das dann transportieren als Vorschlag, nicht als Kammervorschlag, sondern einfach nochmal auch aus meiner Sichtweise, ne, dass die freie Entscheidung des Einzelnen mit Unterstützung Dritter aus dem Leben zu scheiden, muss möglich sein. Also einfach jetzt mal als Diskussion. Dann statt des kategorischen Verbots, dass man sagt, also sollte der Satz aufgenommen werden, dass Sterbehilfe, und das ist zum Beispiel jetzt meine Meinung, keine ärztliche Aufgabe ist, primär. Mhm. Das war ja die Situation, die Sie erzählt haben. Ne? Sie sollen jetzt ein Medikament plötzlich verabreichen und sagen, um Gottes Willen, ich habe ja überhaupt keine Kenntnisse. Mhm. Aber da ist ja die Frage, inwieweit man auch Lernprozesse hat, um das zu verarbeiten oder zu lernen. Es wird klargestellt, und das wäre mir jetzt zum Beispiel wichtig, das würde diese Menschen entlasten, die das zum Beispiel nicht machen können, dass kein Arzt dazu verpflichtet ist, Sterbehilfe zu leisten. Zu müssen. Ja, und das war ja doch auch immer eine Drucksituation, wenn Sie als Jungmediziner in die Niederlassung gehen, da sind Sie mit diesem Problem massiv überfordert. Da gab's, als ich anfing, gab es noch keine Palliativmedizin, nicht im gleichen Sinne. Ich bin froh, dass wir diese Weiterbildung, Fortbildung haben, dass wir dort eine Spezialisierung haben, weil das ist eine immense Entlastung unserer Arbeit, also auch in unserer hausärztlichen Tätigkeit. Ne? Und ich bin der Meinung, wie gesagt, wir brauchen Sorgfaltsanforderungen als Voraussetzung für Sterbehilfe. Also wir brauchen irgendwas, auf wo wir uns orientieren können. Und das wäre jetzt auch noch eine Sache, die ich zur Diskussion stellen würde. Das ist auch eine Meinung. Ärztinnen und Angehörige und nahestehende Personen, also ich spreche also Ärztinnen, Angehörige und nahestehende Personen, können, das wäre mir wichtig, straffrei Hilfe zur Selbsttötung leisten. Das ist ja so eine Konsequenz aus dem Urteil. Aber das ist ja jetzt schon möglich. Genau, aber dass man, gut, das war ja, trotzdem ist es noch irgendwie, müsste man es nochmal formulieren, weil da ist schon eine große Unsicherheit trotzdem, ne, weil das ja früher nicht möglich war. Also die Kriterien, die Wiesing-Kriterien, sage ich mal, die werden wir nachher noch diskutieren. Mhm. Ich würde aber gerne noch mal den Herrn Dr. Hügel fragen, wie geht es einem als Palliativmediziner? Da denkt man doch, also was bin ich das eigentlich, wenn das jetzt kommt? Wie geht es Ihnen in Ihrer besonderen Funktion da? Ja, das war durchaus anspruchsvoll, als dieses Gesetz kam, weil es wurden irgendwie so die Schutzmechanismen, sage ich mal, weggenommen. Ja. Also man kann auch sagen, ja, man konnte vorher das auch aus Gesetzesgründen ablehnen. Jetzt muss man es schon mehr definieren, was man tut. Ja. Ich habe es ja so ein bisschen angerissen. Also ich sehe diese palliativmedizinische Arbeit schon so, dass es ganz wichtig ist, dass man nichts Lebensverkürzendes tut. Ja. Also ich persönlich würde das jetzt nicht machen und auch in meinem Team würde ich das keiner machen. Aus Ihrem speziellen Berufsethos heraus. Ja, denke ich schon. Aber ich denke schon, dass, also wir haben auch jetzt Fragen, ja, es kommen Fragen, wo kann ich das machen? Wer macht das? Ja. Das ist nicht einfaches, ja. Wir verweisen auf die Schweiz manchmal, ja, oder das fragen auch Patienten zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich wollte aber noch was sagen, vielleicht zu dem Suizidgedanken, weil das in unserer Arbeit schon vorkommt und man da auch unterscheiden muss, vielleicht zwischen Suizidgedanke und nicht mehr leben wollen. Ja, da gibt es ein ganz großes Spektrum zwischen so gelegentlichem, ich denke, das kommt in der Sterbephase öfter vor, dass man, man denkt, jetzt wäre es schön, wenn es vorbei wäre, ja, oder auch einfach ein Akzeptieren. Ja, jetzt kommt das Ende, was manchmal für Familienangehörige auch
schwierig sein kann, ja, dass jetzt sie das nicht so akzeptieren wie der Sterbende, bis hin zu aktiverem Sterben wollen. Ja, und auch dass diese Wünsche sind auch oft temporär. Ja, also wir nehmen es immer ernst. Ja, wir verurteilen niemanden. Ich verurteile niemanden, der das möchte. Wir versuchen zu erfahren, was da dahinter steht, ob es Möglichkeiten gibt, man noch helfen kann, wie man unterstützen kann. Ja. Also auch in der Lebensphase gibt es Tage, wo man noch gerne möchte, und es gibt Tage, die sind eher graue und dunkle Tage, die man nicht mehr möchte. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die das wollen, auch die sich das sehr konkrete Gedanken machen. Die sagen ihnen das auch. Ja, wo am Ende eine Freude, ja, vielleicht noch von den Menschen selber, aber auch von den Angehörigen da ist, dass diese Zeit zu Ende verbracht werden konnte. Ja. Wir kommen nachher, wenn ich jetzt dann nochmal die beiden einbeziehe, sicher dahin, weil auch, also bei dem Buch von der Monika Renz, das Sie sicher kennen, Hinübergehen, die ist ja Sterbebegleiterin und Therapeutin in der Schweiz. Sie sagt immer, sie hat das Gefühl, wenn sie die Sterbenden begleitet, dass das noch nicht rund ist, wenn das nicht zu Ende gelebt worden ist. Also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber das Leben braucht dieses Ende, und dieses Ende zu manipulieren, macht sie keine guten Erfahrungen mit dem Sterbeprozess dann selber. Aber gut, das ist was anderes. Ich würde jetzt, Herr Miet, darf ich erst Frau Dr. Kohler-Weiß einbeziehen? Ich würde jetzt gern nochmal zu dem schwierigen ethischen Terrain kommen. Es war jetzt, glaube ich, gut, einfach die Praxis, Sie kommen auch nachher nochmal auf jeden Fall ins Spiel, zu hören. Was ist das für ein Menschenbild, was das Bundesverfassungsgericht da eigentlich uns widerspiegelt? Herr Miet hat ja auf diese schwierige Ineinsetzung von unveräußerlicher Menschenwürde, ich glaube, der Herr Bielefeld hat das auch in letzter Zeit oft gesagt, er war meines Wissens derjenige, dieses unveräußerliche Recht, das an nichts gebunden ist, an keine Bedingungen gebunden ist, über das unverfügbar ist für andere, und die Freiheit, wie geht es Ihnen damit? Was ist das für ein Menschenbild, was Ihnen da entgegenschlägt als Theologin? Vielen Dank für die Frage. Herr Miet hat im Grunde das meiste Wesentliche gesagt zu diesem Thema. Und da gibt es auch jetzt keine Differenzen in diesen Grundfragen, in diesen theologischen Grundfragen jetzt zwischen katholischer und evangelischer Ethik. Selbst diejenigen, die im Grunde das Urteil begrüßt haben, ich kann nachher noch ein bisschen dazu sagen, aus welchen Gründen sie das gemacht haben. Also es gibt ja, Sie haben Bischof Meister erwähnt, aber es gibt auch evangelische Ethiker, die das Urteil in den Konsequenzen begrüßt haben. Aber selbst die haben diesen Begriff von Selbstbestimmung, die Überhöhung der Selbstbestimmung angegriffen und als problematisch empfunden. Also diese Verschiebung der Werte, die durch dieses Urteil, auch wenn man die Bundesverfassungsgerichtsgesetzgebung anschaut, mit diesem Urteil entstanden ist, dass wirklich die Menschenwürde im Grunde nicht mehr in ihrer lebensschützenden Funktion auch gesehen wurde, sondern ganz auf die Selbstbestimmung konzentriert. Das sehen auch die evangelischen Ethiker sehr kritisch. Hat das was mit unserer wahnsinnig individualistischen Gesellschaft zu tun? Bestimmt, ganz bestimmt. Insgesamt neigen wir ja immer mehr dazu, den Menschen als Individuum zu sehen und die Beziehung, die er dann eingeht, als sekundär zu begreifen. Das entspricht nicht unserem christlichen Menschenbild, sondern wir können im Grunde Menschen gar nicht denken, ohne dass sie schon durch Beziehungen entstehen. Mhm. Schon in der Geburt und in der Zweisamkeit mit der Mutter sind wir immer Menschen, die Angewiesene sind. Und das ist auch kein Makel, den es zu überwinden gilt, sondern das ist was, was wir gestalten können, aber nicht beseitigen. Herr Miet hat an anderer Stelle gesagt, dass verwechselt zwischen Autonomie und Autarkie. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz gut, so als Unterschied. Ja. Also ich sehe den Menschen und denke, das entspricht auch der christlichen Ethik immer in einem Dreieck. Also da ist natürlich die Verantwortung für sich selbst, aber da ist eben auch die Verantwortung für das, was wir anderen zufügen durch unsere Entscheidungen. Und da ist natürlich auch die Verantwortung vor Gott, der uns das Leben geschenkt hat.
Und dieses Geschenk geht nicht in unseren Besitz über, sodass wir gar keinen Bezug mehr haben zu dem, der uns das Leben gegeben hat, sondern ich danke Ihnen dafür, dass Sie diese Dimension auch angesprochen haben. Ob man das jetzt Unverfügbarkeit des Lebens nennt oder Geschenkcharakter des Lebens, aber dass es nochmal etwas Größeres gibt, das wir zumindest einbeziehen sollten in unsere Überlegungen, wie auch immer wir das nennen, weil wir haben das Leben nicht aus uns selbst. Mhm. Das heißt nicht, dass wir es nicht auch zurückgeben. Mhm. Also das bestimmt noch nicht das Ende unserer Entscheidungen, das würde ich gar nicht so sehen, aber dass es als Dimension gar keine Rolle mehr spielt, das finde ich schon, ist ein Verlust. Ja, vielleicht zeigt das auch das Urteil, dass der Verlust schon eingetreten ist. Herr Professor Miet, wie ist das denn jetzt? Also wir leben jetzt hier in Deutschland, dann haben wir die Situation in den Niederlanden, wo das zur Grenze zur Euthanasie, finde ich, schon hingeht. Wir haben China, Indien. Ist denn das Thema der Menschenwürde, das ja hier eine wesentliche Rolle spielt, in der Selbstbestimmung, was historisch und kulturell unterschiedlich ist, und bei uns wird es so formuliert und woanders wird es anders formuliert. Ich glaube, Herr Miet braucht jetzt ein Mikrofon. Aber da müssen Sie immer hier rumrennen. Bewegung. Ich habe nichts gegen Bewegung. Gut. Ja, gut. Ja, ich denke, dass der Bezug zur Menschenwürde ist ja eigentlich ein universaler. Also in der Erklärung der Menschenrechte steht die Menschenwürde darin, und da gibt es mehrere Quellen. Ob man jetzt auf Immanuel Kant zu sprechen kommt oder ob man auch die katholische Soziallehre, die da eine Rolle gespielt hat, mit heranzieht. Ich denke, die Menschenwürde ist aber eine Referenz, die unterschiedlich ausgelegt wird. Und ganz sicher ist es so, dass manche die Menschenwürde auch gern etwas tiefer hängen würden, als ich es beschrieben habe für die deutsche Verfassung, die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Ich erinnere mich daran, als die Schweizer Verfassung neu formuliert worden ist, hat mir ein Kollege, der beteiligt war, gesagt, Gott sei Dank haben wir diesen Paragraphen von der Unantastbarkeit nicht übernommen. Und daran sehen Sie etwa, was in Europa die Auseinandersetzung darstellt. Nicht nur mit den Niederlanden, sondern auch durchaus mit Großbritannien. Also es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen, in denen Menschenwürde anders definiert wird, und die internationale Entwicklung hat den Trend, in die Richtung des Bundesverfassungsgerichtes zu gehen. Und ob dieser Trend aufzuhalten ist, mag eine empirische Frage sein, da kann ich natürlich als Ethiker wenig dazu sagen, aber was mir wichtig zu sein scheint, ist, dass der Gesetzgeber an erster Stelle hier aufgerufen ist. Den rufen wir jetzt gleich mal auf, den Gesetzgeber. Ich glaube, ja. Ich möchte nämlich dazu sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass die Ärzte zu schnell sind in der Definition ihrer Ordnungen. Mhm. Ich möchte gern, dass der Bundestag zuerst einmal entscheidet und dieses Gesetz neu formuliert und dass dann danach in zweiter Linie diese entsprechenden Anpassungen geschehen. Ja. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein. Es gibt bestimmte Anforderungen, die man stellen kann, weil ja das Bundesverfassungsgericht ja auch ein bisschen schwammig formuliert hat, was ich mit Nichtwidersprüchlichkeitsverfassung formuliert habe. Deswegen kann man natürlich die Präventionsgesetzgebung oder die Palliativmedizin oder die Suizidalitätsbekämpfung, alle diese Dinge kann man stark machen. Man kann auch auf die Werbung schauen, auf das Angebot schauen, welches Kriterien denn das Angebot haben sollte in diesem Zusammenhang. Und ich denke, da sind noch viele Möglichkeiten, die auch, da gehört natürlich auch das Beratungskriterium dazu. Dazu gehört auch, dass klar formuliert wird, was hier am Podium schon gesagt worden ist, nämlich, dass es sich nicht um eine Verpflichtung handelt der jeweils Angesprochenen. Ja. Also alle diese Dinge, denke ich, müssten generell debattiert werden in der Gesellschaft und sollten eben aber auch im Bundestag entsprechend diskutiert werden. Die Fraktionen sollten sich da mal bemühen. Das wäre für mich das Stichwort an den Herrn Müller jetzt mal. Bitte schön. Er ist ja sozusagen aufgerufen von Herrn Professor Miet gerade. Die Menschenwürde, Sie haben sich damit jetzt herumzuschlagen, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich haben Ihre Fraktionen auch ganz unterschiedliche Positionen dazu, aber es ist ja eine Basis- und Schlüsselfigur, die Sie beherzigen müssen. Was machen Sie damit, um diese Menschenwürde zu schützen in der Ausgestaltung dieses Gesetzes? Also zunächst mal an alle Teilnehmer einen schönen guten Abend, und ich habe die bisherige Diskussion sehr aufmerksam verfolgt, und es gibt mir schon Anlass, das eine oder andere einleitend vielleicht klarzustellen. Das Erste,
Bislang, Sie haben es in den bisherigen Beiträgen ja auch gesagt, bevor es dieses Gesetz, diesen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch gegeben hat, den das Bundesverfassungsgericht in seiner erwähnten Entscheidung für nichtig erklärt hat, war der Zustand so, dass es keine Regelung gab. Das heißt, es gab zwar das Verbot der Tötung eines anderen, das gibt es immer, auch auf Verlangen, wie Sie es gesagt haben, in 216 StGB, aber darüber hinaus gab es keine Regelung für die Teilnahme, für die Beihilfe beispielsweise an der Selbsttötung. Das war nicht unter Strafe gestellt. In der Praxis war es dann so, wenn eine solche Tat erfolgte, eine solche Beihilfe erfolgte, wurde das nicht verfolgt. Und deshalb an den Herrn Dr. Bürger, der ja gesagt hat, ja, die sollen mal sagen, sozusagen, wie darf man das, mit welchen Kriterien? Im Grunde genommen durfte man das und man darf es jetzt wieder, weil die Einschränkung, die der Gesetzgeber gemacht hat, in 217 StGB durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für nichtig erklärt worden ist. Wir haben also den Zustand, der seit 1871, seit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches galt, bis zum Jahr 2015, als der Bundestag diesen Paragraphen formuliert hat. Das ist die aktuelle Lage. Zu der Entscheidung selber erlauben Sie mir eine kurze Anmerkung. Meine Meinung habe ich an anderer Stelle kundgetan. Ich bin eher bei den ethisch-moralischen Vorstellungen, die geäußert wurden. Aber als jemand, der auch Richter war, muss ich einfach sagen, das Bundesverfassungsgericht hat aus meiner Sicht keine ethisch-moralischen Vorstellungen in diese Entscheidung einfließen lassen, sondern allein den Maßstab des Grundgesetzes, des Artikel 2, Grundgesetz angelegt und auch unter Bezugnahme auf den Artikel 1 Grundgesetz, die Menschenwürde, Freiheit der Person, Artikel 2 und Artikel 1, die Menschenwürde. Und an diesem Maßstab verglichen entspricht das, was wir in § 217 StGB normiert haben, noch diesen grundgesetzlichen Freiheiten. Er hat gesagt, nein, das entspricht dem nicht mehr. Ihr habt in unverhältnismäßiger Weise in diese Freiheiten eingegriffen und deshalb ist das Gesetz wichtig. Also wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat meiner Ansicht nach keine weltanschaulich veränderte Ansicht hier kundgetan, sondern sich an rechtspositivistisch an die Vorschriften, an den Vorschriften orientiert, die es als Maßstab anzulegen hatte. Losgelöst davon müssen wir aber als Gesetzgeber, wenn wir eine Regelung treffen wollen, selbstverständlich auch die ethisch-moralischen Vorstellungen, die geäußert wurden in der bisherigen Diskussion, in unser Gesetzgebungsverfahren, in diesen Prozess einfließen lassen. Jetzt sagen Sie, was denken die Fraktionen? Das ist genau der springende Punkt. Es wird in dieser Frage kein Fraktionsdenken geben. Es gab auch 2015 beim Zustandekommen des damaligen Gesetzes kein Fraktionsdenken. Es gab mehrere Gesetzesvorschläge und wenn man sich die jeweiligen Anführer, sage ich jetzt mal, diese Gesetzesvorschläge anschaut, die Namen betrachtet, dann werden Sie da ganz eigenartige Kombinationen finden. Beispielsweise mein sehr geschätzter und eher dem konservativen Lager zuzurechnender Kollege Patrick Sensburg bildete eine Phalanx zusammen mit Renate Künast von den Grünen. Die haben nun wirklich sonst in der Alltagspolitik gar nichts miteinander zu tun. Das heißt, es sind hier keine Fraktionsdenken an der Tagesordnung, sondern hier wird in der Tat über die Fraktionsgrenzen hinaus gearbeitet und dann wird auch über die Fraktionsgrenzen hinaus ein Gesetzesvorschlag eingebracht. Es wird mehrere Vorschläge, denke ich, wieder geben am Ende. Das kann man jetzt schon sagen. Und es wird auch keine, wie auch immer geartete Empfehlung der Fraktion, sich dem einen oder anderen Vorschlag dann anzuschließen geben, sondern es wird wieder eine Abstimmung geben, wenn es soweit ist, die ohne Fraktionsempfehlung stattfindet. Ja, aber das, Herr Müller, in welche Richtung, also egal, ob Frau Künast jetzt mit einem Kollegen aus der CDU, in welche Richtung gehen die denn so, die Vorschläge? Wir haben im Moment keine Vorschläge in der ausgearbeiteten Form, wie wir sie 2015 hatten. Da bitte ich um Verständnis, dass wir allenfalls Gespräche führen. Die werden sich in die gleiche Richtung bewegen wie beim letzten Mal, das ist ganz klar. Es wird wieder um die Frage gehen, muss man das strafrechtlich sanktionieren, regeln, ja, oder muss man es auf der Verwaltungsrechtsebene regeln? Dann gibt es beispielsweise Bußgeld, bewährte Tatbestände, oder muss man es im Zivilrecht regeln, sozusagen
als Fortbildung, Rechtsfortbildung der Vorschriften über Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht gibt es jetzt auch sowas wie eine Regelung der Sterbehilfe im BGB. Das werden die Linien sein, nach denen sich das Ganze bewegt. Und daher gibt es im Moment nicht die eine Linie und es gibt im Moment ganz offen gestanden auch keine Linie, die sich irgendwo als Meinungsführerschaft herausschält. Dazu ist uns, Sie haben es ja selber vorher gesagt, Corona dazwischen gekommen. Das Urteil kam unmittelbar vor dem Lockdown, wenige Tage davor. Wir sind im Moment nicht von den Kapazitäten in der Lage gewesen, so schwierige Fragen über das Alltagsgeschäft hinaus mit der notwendigen Intensität zu bearbeiten. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal. Ich habe jetzt noch eine Frage, die von Herrn Miet eigentlich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Würde des Menschen ist unantastbar, das haben Sie gerade gesagt. Das Bundesverfassungsgericht öffnet jetzt oder gibt dem Gesetzgeber die Auftrage, genau diese Würde anzutasten. Und zwar nicht nur sich selber, sondern ich überspitze das jetzt. Oder gibt auch noch Dritten die Möglichkeit, diese Würde anzupassen, weil, sagt Herr Miet, Würde und Freiheit oder Selbstbestimmung hier in einen Topf geworfen werden und da nicht reingehören. Ich habe das jetzt mal salopp übersetzt. Ich habe den Vortrag von Herrn Professor Miet ja leider nicht live hören können, aber ich hatte ja die Gelegenheit, ihn im Vorfeld zu studieren. Und ich gehe davon aus, dass ich das an dem orientierte, was mir zugegangen wurde. Und ich muss sagen, so ist die Entscheidung eben nicht. Wenn Sie die ganzen 92 Seiten lesen, davon sind 40 Seiten Ingredients, sind Inhalte, der Rest sind irgendwelche Anträge, die die Antragsteller formuliert haben, dann stützt sich die Entscheidung in erster Linie auf Artikel 2 des Grundgesetzes und bezieht dann den Artikel 1 des Grundgesetzes als sozusagen zusätzliches Argument mit ein. Also das heißt nicht, ich darf mich selbst töten, das entspricht meiner Menschenwürde, sondern das heißt in erster Linie, ich habe die Freiheit, mich selbst zu töten, die uneingeschränkte Freiheit über mein Leben und dessen Fortbestand selbst zu entscheiden. Und dann kommt irgendwann als Hilfskonstrukt, das ist im Übrigen auch Ausdruckschluss der Menschenwürde, dass einer das selber darf. Und mit der Menschenwürde zu argumentieren, deshalb haben die das auch nicht in den Mittelpunkt gestellt, ist immer so schwierig. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ja noch nicht so lange im Bundestag, aber wie oft ich hier schon gehört habe, was alles gegen die Menschenwürde verstoße, ohne irgendwie in diesem Zusammenhang jetzt irgendwie lächerlich machen zu wollen. Aber sage ich nur, der Begriff der Menschenwürde wird manchmal auch, wenn man ihn isoliert betrachtet, überstrapaziert. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht nicht isoliert getan, sondern das nur als Hilfsargument genommen, weil die das genau wissen. Gut. Ich hätte noch eine, ich darf noch eine Anmerkung zu machen. Was bei dieser Entscheidung untergeht, das ist aber in den Leitsätzen ausdrücklich formuliert. Und da kommen wir, glaube ich, ethisch-moralisch wieder zusammen mit den bisherigen Diskussionsteilnehmern. Ausdrücklich hat das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass nämlich zeitgleich mit dieser Strafvorschrift des 217 StGB der Deutsche Bundestag ein Gesetz über Palliativmedizin und das Hospizwesen erlassen hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das nicht verloren geht. Die haben im Grunde genommen gesagt, das habt ihr geregelt. Das ist im Prinzip auch die Antwort auf viele der Fragen. Sterben als Prozess des Lebens zu betrachten, das sind jetzt meine ethischen, moralischen Vorstellungen beinhaltet, und nicht als Leid. Das ist das, was immer wieder Tod, Leid, das wird alles gleichgesetzt. Aber Sterben als Prozess des Lebens wird übersehen. Und diesen Prozess des Sterbens, den regeln wir über diese Palliativmedizin und die Hospizvorschriften. Und das ist im Grunde genommen die Aussage, ihr dürft auch andere Wege gehen als diese selbst überhöhte, sage jetzt auch mal, Selbstbestimmung. Ihr dürft einschränken, aber ihr müsst es anders machen als bisher. Und das ist unser Auftrag, wenn wir das machen wollen. Vielen Dank. Ich würde jetzt die beiden Theologen und dann aber alle auch nochmal aufrufen. Frau Kohler-Weiß hat sich schon bedankt dafür, dass wir diese dritte Dimension, sage ich jetzt mal, einbezogen haben. Bei Herrn Professor Miet ist es natürlich auch klar, hat sie ja auch angesprochen.
Erstmal an Sie beide, an Sie jetzt zuerst die Frage, können, Sie sind ja auch Ethikerin, können religiöse Argumente, die können zwar keine normative Kraft haben, aber sie können vielleicht helfen. Wie würden Sie das denn sehen? Sind wir Kirchen da jetzt nützlich in dem Diskussionsprozess, auch für Leute wie Herrn Müller? Oder sind wir schmückendes Beiwerk und es interessiert sowieso kein Mensch mehr, was wir denken, weil wir gleich mit dem lieben Gott kommen und der Geschöpflichkeit oder so? Wie sehen Sie das? Also natürlich haben wir die Aufgabe, Lebensdienlichkeit unserer Argumentation plausibel zu machen. Also wenn wir jetzt mit Gott und Schöpfung und diesen Begriffen einfach so argumentieren würden, dass das nicht die Grundlage sein kann, dass vor das Bundesverfassungsgericht, ist mir vollkommen klar und das ist uns allen klar. Aber hinter diesen Begriffen stecken ja auch konkrete Sorgen und Befürchtungen, ganz unrealistisch. Wenn wir sagen, ein Individuum ist eben viel stärker auch von gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen abhängig, als das in einem idealisierten Begriff von Selbstbestimmung sich darstellt, dann verbergen sich dahinter einfach auch nachvollziehbare Erfahrungen und auch Vergleiche aus anderen Ländern, wo die Entwicklung geht. Die auch andere Religionen teilen können. Also, oder? Und bitte erlauben Sie mir, dass ich einfach auf diese soziale Dimension nochmal deutlicher zu sprechen komme, weil diese Entscheidungen vollziehen sich ja nicht am Schreibtisch, sondern sie vollziehen sich auch in elenden Situationen. Viele ältere Leute sind vereinsamt. Viele stehen unter sozialen, unter wirtschaftlichem Druck. Die Pflege ist extrem teuer. Ja. Also es gibt auch immer wieder sehr unterschiedlich regional, aber es gibt einen Pflegenotstand. Das sieht nicht alles so aus, wie wir uns das wünschen würden. Und wo wir auch hinwollen, insbesondere natürlich als Diakonie und als Caritas. Aber diese Probleme sind ja alle da und die haben Einfluss auf unsere Wünsche und auf unsere Selbstbestimmung. Und ich glaube, das große Erschrecken der Kirchen, und es ist auch ihre Aufgabe, darauf hinzuweisen, war, dass man jetzt so eine individuelle Lösung eröffnet für sozial prekäre Situationen. Ja. Und dass der Erwartungsdruck, ob der einfach nur empfunden wird oder ob der sich paart mit dem Gefühl, eben nichts mehr leisten zu können, wir haben ja auch dieses Leistungsdenken, oder ob der von Angehörigen kommt, oder wenn ich allein sehe, wie schwer es alten Menschen fällt, ihr Häuschen, auf das sie gespart haben, für die Pflege einzusetzen, weil sie das vererben wollten. Ja. Wenn ich allein dieses, was ich noch als Gemeindepfarrerin in vielen Gesprächen erlebt habe, mir wieder klar macht, dann ist mir auch klar, dass dieser soziale Druck entstehen wird und dass es gerade keine Selbstbestimmung mehr ist am Ende, sondern oft auch Angst oder einfach niemand zur Last fallen wollen. Zur Last fallen wollen ist richtig schwierig in unserer Gesellschaft, oder zur Last fallen müssen ist richtig schwierig in unserer Gesellschaft. Und also, alle diese Dinge, also darauf aufmerksam zu machen und dann zu sagen, wir haben da eine sozialpolitische Verpflichtung und auch sich selbst in Pflicht nehmen zu lassen als Kirchen. Wir haben ja auch soziale Netze. Das finde ich ganz extrem wichtig. Ja, diese Drucksituation, das habe ich auch an dem Beispiel vorhin erwähnt, dass aus den Niederlanden, aus der Grenze, sich Patienten verlegen haben lassen in ein anderes Pflegeheim, das in Deutschland liegt, weil sie diesen Druck sehr wohl gespürt haben, der aus diesem ganzen Gefüge, das Sie gerade benannt haben, eigentlich kommt. Ich habe Frau Kohler-Weiß vorher schon gesagt, sie möge doch mal, in der katholischen Kirche ist es immer ein bisschen einfacher, also dann gibt es dann irgendwie so ein Pius oder so und dann arbeitet man sich daran ab. Bei Ihnen gibt es eine ganz große, durch die Freiheit, durch den Freiheitsbegriff, der interessanterweise ja in der evangelischen Kirche viel größere, also die Freiheit eines Christenmenschen, eine ganz andere Dimension hat, zumindest verstehen wir Katholikinnen und Katholiken das so, als bei uns, wird auch dieses Urteil bei Ihnen wahrscheinlich zu einer Vielfalt führen. Und ich habe ja mit Meister vorhin einen Vertreter genannt, der gesagt hat, ich sehe sehr wohl, dass da was getan werden muss. Würden Sie diese Pluralität, einfach weil wir ja auch mit den evangelischen Partnern hier kooperieren, finde ich das schön, die nochmal darzustellen. Ja.
Also das ist richtig, dass die Freiheit eine andere Bedeutung hat als in der katholischen Ethik, aber nicht wegen Luther. Luther hatte ein sehr bestimmtes Verhältnis zur Freiheit, und seine christliche Freiheit ist ganz etwas anderes als die Freiheit, die jetzt hier proklamiert wird. Aber wie auch immer, in der evangelischen Kirche gibt es diese Pluralität, und die Argumente derer, die das Urteil begrüßt haben, sind zum einen, dass sie sagen, es war eine sehr unsichere Situation für die Ärzteschaft und jetzt wird es mehr Rechtssicherheit geben müssen. Also sie sagen, die Situation hat sich durch den Paragraphen 217 für die Ärzte verschlechtert und es war im Grunde unerträglich. Also das ist ein Argument. Das ist, was Herr Dr. Bürger vorhin auch gesagt hat. Genau, also da muss man jetzt andere Regelungen finden, und das sehen viele als ein wichtiges Argument an. Ja. Ein anderes Argument ist, dass natürlich so eine Entscheidung am Lebensende zum Suizid oder zum assistierten Suizid eine hochindividuelle Entscheidung ist. Manche sagen, sie entzieht sich einer moralischen Beurteilung. Wir können ja eigentlich nur mit Respekt begegnen, mit Mitgefühl und auch Barmherzigkeit. Aber Sie haben doch vorhin gerade gesagt, wir sind Sozialwesen. Wie passt denn das jetzt zusammen? Genau, also dennoch wird am Ende jemand zu der Entscheidung kommen, ich möchte nicht mehr oder ich möchte noch. Natürlich sagen alle evangelischen Ethiker, zunächst ist die Palliativmedizin gefragt, sind Unterstützungssysteme gefragt. Aber es sehen doch einige, dass trotzdem Situationen eintreten können. Und da kennt halt auch jeder irgendwen, wo das mal so war. HLS-Patienten oder was auch immer. Das hat auch viel zu tun mit dem Erfahrungshintergrund, vor dem man spricht. Ja. Und da gibt es schon Leute, die sagen, diese Entscheidungen müssen möglich sein und sie müssen auch gut begleitet werden. Und vor allem, was absolut abgelehnt wird, ist, dass das Leben, das wir als Gabe begreifen, am Ende des Lebens zum empfundenen Zwang wird. Also, dass andere bestimmen über mich, dass Gesetze verbieten, was ich tun kann. Mhm. Und diese Dimension hat es ja schon. Also diese Abwehr von Fremdbestimmung, das ist etwas, was in der evangelischen Ethik eine große Rolle spielt. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund derer, die jetzt sagen, wir haben einen Fortschritt durch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die sehen auch die problematischen Seiten, aber sie sagen, wenn das stimmt, dass ein Zugang zum assistierten Suizid aufgrund des Paragraphen 217 nicht möglich war, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob das möglich war oder nicht und unter welchen Bedingungen. Aber wenn das stimmt, dass es nicht möglich eigentlich war, eigentlich war es ja möglich, aber es, und Leute sich gezwungen fühlten, am Leben zu bleiben unter für sie unerträglichen Umständen, dann müssen wir daran was ändern. Ich hätte jetzt ohnehin alle noch mal gefragt, ob wir Kirchen Ihnen denn überhaupt was helfen, den Medizinern und auch den Gesetzgebern, oder ob das für Sie nur blumige Poesie ist. Ich wollte das mal ergänzen, nochmal aus rein ärztlicher Sicht, also jetzt nicht aus berufspolitischer Sicht. Die Suizidhilfe ist ja eigentlich eine, das sieht man ja in der Ausbildung von dem Herrn Hügel, ist eigentlich eine komplexe ärztliche Leistung. Ne? Und die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine fürsorgliche, ne? Das haben Sie auch gesagt, eine lebensorientierte Beratung und die Durchführung dieser komplexen Aufgabe, also das ist so auch ein Diskussionspunkt, ist ärztlicher Natur. Sie haben ja eben auch gesagt, dass Sie sich, wenn Sie waren ja da mitten im Prozess, überfordert gefühlt haben. Ja, das ist gruselig. Und es ist auch für uns ein Standpunkt, und das teilen wir wahrscheinlich auch mit den Kirchen. Ich denke, Suizidhilfe darf weder kommerzialisierbar oder eine organisierte Dienstleistung sein, ne? Und auch dargestellt werden. Und was mir auch wichtig erscheint, das kam ja auch im Rahmen dieser unterschiedlichen Suizidkategorien vor, der Patient muss immer einwilligungsfähig sein. Ne? Das heißt also, nicht Koma, nicht Demenz. Eben, ne? Wir brauchen, das ist ja auch das Problem bei psychischen Patienten, wo wir gesagt haben, es gibt Krankheitszustände, wo die überhaupt keine Entscheidung treffen können in ihrer Krankheit, ne? In der Psychose, im Wahn. Ne? Aber es gibt hier Situationen, wo die völlig
in Anführungszeichen normal am Leben teilnehmen können. Und hier gibt es auch eine Änderung des Verhaltens und der Meinung. Ne? Das heißt also, alles diese sind Dinge, die wir mit einfließen lassen müssen. Aber, und das hat mir jetzt gefallen, weil der Herr Müller jetzt eben da war, also, weil er ist, glaube ich, immer noch da. Ein Kollege da von, also Ihren Bundestagsabgeordneten erwähnt hat. Und ich habe auch ein Zitat von einem Mitglied des Bundestags, von dem Herrn Lutzak. Ich, auch bei der CDU, ich denke, ich auch Mitglied des Bundestages jetzt noch, die Entscheidung über Leben und Tod sowie darüber, wie viel Schmerz ein Mensch am Ende seines Lebens ertragen kann, ist und bleibt eine zutiefst persönliche. Mhm. Und mit Verboten kann der Staat diesen sehr persönlichen Gewissenskonflikt nicht auflösen. Mhm. Das ist auch ein Punkt, ne, der da zur Diskussion gestellt worden ist und darüber wurde dann diskutiert. Ne? Man muss ja mit natürlich, jetzt kommt das soziale Bild des Menschen natürlich gleich. Da muss er. Genau. Der Herr Hügel muss dann auch noch was dazu sagen. Das habe ich jetzt einfach mal die Bundestagsabgeordneten, dem stimme ich nicht immer zu. Ja. Also Herrn Müller stimme ich zwar darin zu, dass es der Rückgriff auf die Menschenwürde ist eigentlich nur so ein schwacher Akt der Nichtwidersprüchlichkeit. So habe ich es selbst auch dargestellt. Ja. Also man darf das nicht zu gewichtig sehen, aber leider wird es natürlich gewichtig genommen, weil es formaljuridisch einfach so gegeben ist, formaljuridisch, rechtslogisch. Aber die Frage ist, ob Rechtslogik so total von der Moral zu trennen ist, denn das Bundesverfassungsgericht spricht vom Menschenbild in der Begründung. Und Menschenbild hat etwas, da kommen wir auf diese Frage, die Sie gestellt haben, etwas mit Religion durchaus zu tun. Denn es mag zwar sein, dass die Kirchenmitgliedschaft sinkt, aber das heißt ja keineswegs, dass die Religion nicht mehr da ist. Die Religion kommt vielleicht ja auch durch Flüchtlinge bei uns in gewisser Weise neu an. Es gibt auch viele neue religiöse Bewegungen. Das heißt, man kann nicht ohne weiteres sagen, das ist alles nicht mehr da, sondern das ist da und das hat etwas zu tun mit dem Menschenbild und mit der Anthropologie, mit der Sozialanthropologie. Ich stimme da Frau Kohler-Weiß in jeder Hinsicht zu und was die Selbstbestimmung betrifft, bin ich auch gut evangelisch. Denn ich habe mehrere Bücher über den Fortschritt der Selbstbestimmung und ihre Verteidigung geschrieben. Ich denke schon im Sinne einer größeren Freiheit, auch in der katholischen Kirche. Eines der letzten Bücher heißt dann auch religiöse Selbstbestimmung. Und das denke ich auch eine ganz gewichtige Frage, die mit diesem Zusammenhang, hiermit in Zusammenhang gebracht werden kann. Aber was ich gerne auch noch sagen möchte ist, Vor einer Generation, in den 90er Jahren, haben meine Frau und ich meine Schwiegermutter 2 Jahre lang gepflegt, zu Hause. Das ist der Punkt des sozialen Wandels. Wenn ich jetzt als Witwer alleinstehend, werde ich gepflegt werden von meiner Familie, wenn ich in dieser Situation bin? Das werde ich nicht. Das ist meine eigene Aufgabe. Das heißt, diese Individualisierung, von der Sie geredet haben, ist auch ein Alleingelassenwerden im Rahmen des sozialen Wandels. Und damit muss man umgehen können. Das Gericht scheint mir eigentlich da überhaupt nicht auf die Sozialität zu gucken, also auf den sozialen Wandel als solchen, sondern nur darauf, wie ratifizieren wir die Entwicklung, die eingetreten ist. Das kam ja auch bei Ihnen sehr deutlich. Ja, und das scheint mir weiter das Problem zu sein. Ich denke, der Bundestag müsste darüber hinauskommen und nicht bloß Entwicklungen ratifizieren. Das war, glaube ich, wirklich nochmal wichtig. Das Alleingelassensein und möglicherweise einer Situation, die sozial prekär ist, jetzt irgendeine komische Lösung. Ohne dass ich abtun will, dass die Ärzte sich alleingelassen gefühlt haben. Wie gesagt, und das hat Herr Dr. Bürger auch gesagt. Das ist auch so. Herr Hügel, wie geht es Ihnen mit diesen, und auch Herr Müller, mit diesen religiösen Argumenten oder ja, ist das für Ihren Stand hilfreich oder können wir da Schützenhilfe leisten? Ja, ich denke, das, was Sie gesagt haben, sowohl jetzt die Unterstützung und sozialen alles nötig ist und was es alles nicht gibt, ja, das ist sicher das, was ich täglich erlebe und was oft ein großer Hinderungsgrund ist, als auch das auch, aber trotzdem auch assistierter Suizid, sage ich mal, menschlich möglich gemacht werden muss. Ja. Und auch das, auch was Herr Bürger gesagt hat, da gibt es auch große Anforderungen, wie das geschehen kann. Und ich halte es sehr fraglich, ob Angehörige oder Nahestehende, ja, dieser Begriff, wie das funktionieren kann. Also ich finde es ganz schrecklich, dass es das gibt und dass es gehört in die Hände, wenn überhaupt, in die Hände von Fachleuten meines Erachtens und nicht in irgendwelche Hände.
Herr Müller habe ich ja noch angesprochen. Was können Sie mit unseren Kirchen da in dieser Hinsicht etwas anfangen, Herr Müller? Ich fange mal mit einem Obersatz an, ja auch die Situation der Kirchen und den Rückgang der Kirchenmitglieder, glaube ich, ganz gut beschreibt, ist dieser Individualismus, der sich in dieser Gesellschaft in einem Maße breit gemacht hat, dass man auch schon sagen kann, es schlägt um in Egoismus. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich auf die Kirchen zurückkomme. Also ich persönlich als guter Katholik und engagierter Christ, ich vernehme für mich in Anspruch, das notwendige Gottvertrauen zu haben, um das Leben so anzunehmen, wie es eben ist. Das gilt in den schönen und freudigen Tagen genauso wie in den schwierigen und am Ende des Lebens in dem Prozess des Sterbens. Und ich glaube, das ist man sagt neudeutsch, die Geschichte sozusagen, die die Kirche im Grunde genommen erzählen muss. Wir sind in jeder Phase an deiner Seite. Und das geht nur... Ja, aber das fehlt eben, ne? Ja, das geht nur durch eine sehr ausgedehnte Seelsorgearbeit. Aber jetzt kommen wir ins ganz Tiefe. Da haben wir Probleme, katholisch wie evangelisch, weil wir die Manpower teilweise nicht mehr haben, um diese Seelsorgearbeit zu betreiben. Und um vielleicht noch eins aufzugreifen, dieser Individualismus, der angeklungen ist und den ja auch die Frau Kohler-Weiß geschildert hat, der kann dann solche Formen annehmen, dass ich am Ende sozusagen mich in einer Verpflichtung gegenüber dem letzten mir noch Zugehörigen empfinde, dass ich sage, ja, ich will denen ja nicht zur Last fahren. Und genau da setzt die Kritik an, die zu diesem Gesetz geführt hat, dass es mittlerweile Vereinigungen und Vereine, ich sage nicht gewerbsmäßig, aber durchaus geschäftsmäßig gibt. Und das halte ich auch für nicht weit weg von gewerbsmäßig. Wenn Sie nachschauen, dann müssen Sie beispielsweise, um einem dieser Schweizer Vereine alle Leistungen abrufen zu können, einen Betrag von zwischen 5.000 und 6.000 Euro bis zu Franken aufwenden. Und das führt zu einer solchen Situation, dass es plötzlich eine Bilanz gibt. Was kostet mich das und was koste ich die anderen? Und wenn wir in eine solche Situation geraten, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass dann einer sagt, ja, ich will ja mein Häuschen noch vererben, was ich für sowieso einen ganz großen Trugschluss halte. Da sind nämlich die Kinder gefragt. Ich habe meiner Mutter damals gesagt, wieso willst du mir dein Häuschen vererben? Du musst doch dein Haus für dich versparen. Du hast dein Haus für dich erspart. Das ist deine Altersversorgung. Wenn das drauf geht fürs Pflegeheim, geht das drauf. Und das müssen die Kinder. Das ist eben einer trage des anderen Last. Und das findet so in dieser Form nicht mehr statt. Und ein allerletztes in diesem Zusammenhang. Der Staat hat die Verpflichtung, der soziale Staat, und in unserem Grundgesetz ist nicht nur von Rechtsstaat, nein, es ist von einem sozialen Rechtsstaat die Rede. Der Staat hat die Verpflichtung, die sozialen Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass niemand sich, weil er ein Pflegefall ist, in einer Lage gesetzt sieht, wo er sagt, das kann ich mir nicht mehr leisten, das übersteigert meine Möglichkeiten. Da scheide ich lieber selber aus dem Leben, bevor ich da mit Lebensverlängerungen noch weitere Kosten produziere. Herr Müller, Ihre Rede in den Ohren der Fraktionen, das letzte Wort. Also das ist toll, wenn Sie sich dafür einsetzen. Ich wollte jetzt auch, bevor wir zu den Kriterien von Herrn Wiesing gehen, Frau Turner-Frommann, Sie können schon zu wortlos verständigen, fände ich es schön, wenn wir nochmal die Leute hier im Raum und auch online zu Wort kommen lassen. Das wird mit Bemerkungen, aber auch Fragen ans Podium zu tun haben. Und ganz, wir haben jetzt, also wir sind gut in der Zeit, wir sind jetzt 8:45, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Und dann zum Schluss nochmal die Kriterien, würde ich sagen, miteinander diskutieren. Dann reichern wir das jetzt einfach noch mit anderen Stimmen an. Ich würde sagen, wir fangen mal mit hier an, mit zwei Stimmen. Und ihr bündelt ja da hinten. Die Frau Schnarr, die wird mit dem Richtmikrofon auf Sie zugehen, wenn Sie möchten, und Fragen oder Anmerkungen ans Podium haben. Ja, wir können die auch mal hören und vielleicht sind Sie dann mutiger, wenn Sie die gehört haben von den anderen.
Herr Pfarrer Brennecke. Dann starten wir einfach mal mit den Fragen, die angekommen sind bei uns. Es sind einige. Wir haben dreimal als ersten Teil ausgewählt. Eine Frage direkt an den Bundestag. Gibt es bereits interfraktionelle Arbeitsgruppen zu einer Neuregelung? Eine Frage an die Ethiker hier unter uns. Es wurde viel gesprochen über die Frage von Selbstbestimmung und dem eigenen Wert. Eine Frage, die gestellt wurde, gibt es im Umkehrschluss nicht auch eine Verantwortung der Gesellschaft, Menschen aus ihrem Leid zu helfen, in Klammer, durch lebensbeendende Maßnahmen? Und eine dritte Frage von meiner Kollegin. Genau, wir haben noch eine Frage an die Mediziner, nämlich was benötigen denn eigentlich die Sterbenden? Lauter. Entschuldigung. Was benötigen denn eigentlich die Sterbenden, um diesen Weg gehen zu können, der vor ihnen liegt? Gibt es bereits genügend Hospizeinrichtungen? Gibt es genügend geschultes Personal? Oder müsste der Staat dann nicht in diesem medizinischen Bereich noch stärker tätig werden und noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen? Gut. Dann haben wir eigentlich drei ganz gute Fragen. Dann würde ich erstmal mit der letzten anfangen, weil Herr Müller zum Schluss dran war. Würde ich jetzt nochmal vielleicht an Herrn Hügel und Herrn Bürger. Haben wir genug? Ich glaube nein, aber ja. Was brauchen wir? Ja, wir haben nicht genug. Also ich würde sagen, man ist auf dem richtigen Weg. Ja, und auch ich würde nochmal dieses Hospiz- und Palliativgesetz erwähnen, weil das schon einiges angestoßen hat. Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass das weiter verfolgt wird, weil es ist immer noch nicht umgesetzt, ja, obwohl es 2015 erlassen wurde. Da sind immer noch Dinge nicht. Was denn? Sagen Sie das mal. Zum Beispiel Verbesserungen von Palliativmedizin in Pflegeheimen. Ja. Ja, da sind noch deutliche Dinge, die da verbessert werden können. Ja. Aber man ist auf dem richtigen Weg. Also jetzt hier im Landkreis hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Bessere Ausbildung, würde ich sagen, ist weiter eine Aufgabe. Und aber auch ganz basische, dass der Pflegenotstand, ja, das ist das, was tagtäglich kommt. Ja, Ärztemangel ist auch, ja, also auch, dass Hausärzte die Zeit haben, die Möglichkeit haben, diese Patienten so zu versorgen, ist auch eine Herausforderung, oder? Ja. Herr Dr. Bürger, ja, sehen Sie das auch so oder möchten Sie noch was hinzufügen? Nee, also das, was im Moment angeboten wird, halte ich nicht für ausreichend. Also gut, betrachtet auf den Landkreis Ravensburg immer noch eine andere Situation, aber wir haben ja durch die Änderung der Approbationsordnung mittlerweile auch die Ausbildung Palliativmedizin im Studium. Das heißt ja. Also Dinge, die der Herr Hügel und ich sekundär irgendwie lernen mussten oder sind heute im Curriculum drin. Sind mittlerweile im Ausbildungsbestandteil und das heißt, die jungen Medizinerinnen kommen sehr schnell mit dieser Thematik in Kontakt. Ja. Aber was nutzen uns, ich sage jetzt mal, auch wenn wir jetzt Gelder zur Verfügung stellen und Dinge verbessern, was uns auch fehlt, ist die Männer- oder die Frauenpower. Das heißt also, wir haben ja massive Probleme ärztlichen Nachwuchses auf dem Land. Ne? Also wir werden sicherlich gute Palliativstrukturen in der Stadt finden, aber die Arbeit auf dem Land, in der ländlichen Region, leisten die Hausärzte überwiegend und Kinderärzte, ne? weil dann auch wieder einfach Menschen fehlen, die das dann umsetzen können. Ja. Das heißt also, hier ist auch Verbesserung dringend notwendig, um entsprechende auch ja, medizinisches Fachpersonal, also Helferinnen, MFAs, Lehrers und solche Angestellten weiterzubilden, Fachweiterbildung, also Kenntnis zu erwerben, um das zu verbessern. Da gab es ja schon Ideen mit insbesondere bei einer alternden Gesellschaft und der Trend ja zu dem Einfamilienhaushalt, dass die Leute dann tatsächlich, weil sie ihren Partner verlieren, oder ihre Familie, dass wir sehr viele alleinstehende Menschen haben. Und das wird weiter zunehmen. Ja. Und zwar dramatisch. Sie wollten was direkt dazu sagen? Ah ja, ich würde aber gerne, ich würde gerne diese Liste erstmal abarbeiten. Wäre das in Ordnung? Und Sie haben mich im Blick und ich habe Sie im Blick. Ja? Ja, anders geht es nicht, ja. Ich würde gerne die beiden Ethiker, Ethikerinnen fragen. Die Frage war, gibt es nicht auch
Gibt es nicht auch oder ist es nicht auch in unserer Verantwortung in der Gesellschaft, nicht nur des Gesetzgebers, vorhandenes Leid so zu beenden, dass es eben ganz beendet ist? Ist das nicht auch was, was man ethisch begründen kann? Vielleicht ganz kurz, weil die Ethik war schon relativ stark, Frau Kohler-Weiß. Die Frage ist ja, was schulden wir Menschen, die am Ende ihres Lebens sind und sterben möchten? Und da finde ich, ist eine Frage der Reihenfolge. Also in erster Linie schulden wir ihnen Beistand, Schmerzlinderung, gute Begleitung, soziale Absicherung, dass all das gegeben ist. Irgendwann habe ich mal eine Äußerung von einem Ethiker aus den Niederlanden gelesen und der schrieb, die Deutschen machen einen fatalen Fehler. Sie hätten zuerst die Palliativmedizin ausbauen müssen und dann so ein Gesetz erlassen. Aber auch vor dem Hintergrund, dass das nicht der Fall ist und wir jetzt diese gesetzliche Freigabe haben, werden die Dinge schief. Und ich würde schon sagen, was wir einem Menschen schulden, der wirklich am Ende seines Lebens nicht mehr möchte, aber noch nicht sterben kann, aus irgendwelchen Gründen einen assistierten Suizid möchte. Wir schulden ihm schon Barmherzigkeit und wir schulden ihm auch, dass wir diese Wünsche nicht tabuisieren und dass wir sie nicht wegdrücken, sondern ernst nehmen und auch mitgehen, jemanden nicht allein lassen. Ja. Das würde ich mir schon, stelle ich mir schon so vor, aber als Grenzfall. Wir schulden, glaube ich, niemanden, dass es einen Rechtsanspruch gibt, ein ganzes Gesetz, das in diese Richtung agiert. Ja. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn wir diese Ausnahmesituationen gut hätten gestalten können. Und da gibt es Ärzte und Ärztinnen und auch manchmal Angehörige, die sagen, okay, du hast mich überzeugt, ich gehe diesen Weg mit und die das mit ihrem Gewissen vereinbaren als Ausnahmefälle. Und dass diese straffrei bleiben, das finde ich angemessen. Aber was jetzt eben stattfindet, ist, dass dieser Ausnahmecharakter zum Regelfall zu werden. Die Dienstleistung, die ich abrufen kann, hart gesagt. Das schulden wir, glaube ich, niemanden, dass wir da die Infrastruktur bereitstellen und schon gleich gar nicht, dass wir es aktiv unterstützen. Ja. Herr Miet, ist damit alles gesagt oder möchten Sie da noch was ergänzen? Gut, Dankeschön. Danke. Dann, ich würde gerne jetzt, bevor ich zu dem politischen Thema nochmal komme, einfach Sie nochmal, ich weiß nämlich, glaube ich, wer Sie sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut jetzt passt und nicht zu dem Interfraktionellen. Frau Dr. Maut, gell? Frau Ahl, aber Sie gehören mit Frau Maut. Aber ich glaube, ich weiß trotzdem, wer Sie sind. Ja. Also ich stelle mich kurz, vor. Ich bin Martha Wahl. Ich vertrete zwei Positionen. Zum einen bin ich Gruppenleiterin von der AGUS-Gruppe Biberach. AGUS sind Angehörige um Suizid. Ja. Und ich habe als solche, bin ich letztes Jahr gebeten worden von der Vorstandschaft in Bayreuth, AGUS beim Bundesverfassungsgericht zu vertreten, war dort als Sachverständige für die Situation der Suizidhinterbliebenen. Ich muss dazu sagen, ich kenne keinen Suizidhinterbliebenen nach assistiertem Suizid, aber auch da gibt es Zahlen dazu. Zum anderen bin ich Fachärztin für Psychiatrie und arbeite auf einer Abteilung für Gerontopsychiatrie in Bad Schussenried. Aber Sie sind Ärztin, genau. Ich bin Ärztin, ja. Man versteht Sie aber nicht so gut, oder sind das meine Ohren? Ja, ich habe ein bisschen Akzent. Von der Lautstärke her. Okay, ja, gut. Von der Lautstärke. Soll ich lauter sprechen? Ein bisschen, das wäre schön. Ja, gut, ich versuche es. Als allererstes möchte ich eine Anmerkung machen. Es ist wiederholt der Begriff Selbstmord gefallen. Wir bitten von der AGUS, von Suizidologie, ich bin auch bei der DGS, Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention und in der NASPRO, Nationales Suizidpräventionsprogramm, beteiligt. Also wir bitten, den Begriff Selbstmord nicht zu verwenden, denn Menschen, die sich töten, sind keine Mörder. Mord geschieht aus heimtückischen, moralisch verwerflichen Gründen. Mhm. Ja, einfach nur als Anmerkung, da kämpfen wir immer wieder dafür.
Dann, ja, wo fange ich an? Ein Problem des Paragraphen 217, und das habe ich erst im Nachhinein begriffen, war dieser Begriff Geschäftsmäßigkeit. Auch Sie, Herr Mietham, ist als kommerziell verstanden. Geschäftsmäßigkeit meinte aber wohl auf Wiederholung angelegt, ja, unabhängig davon, ob damit Geldeinnahmen verbunden sind oder nicht. Und ich kann mich gut erinnern an eine Situation am Bundesverfassungsgericht, die mich sehr berührt hat. Die Frau Professor Becker von der Palliativmedizin Freiburg wurde dann sehr in die Enge getrieben von den Gegnern des Paragraphen 217. Können Sie sich nicht vorstellen, dass irgendwann in irgendeinem Einzelfall doch Sie sich doch so entscheiden, den Menschen bei seinem Suizidwunsch zu unterstützen? Und sie sagte dann, ja, ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass ich vielleicht doch einmal in diese Situation komme, aber nach Paragraph 217 stehe ich damit nicht vor dem Gericht. Dann hat man sie aber in die Enge getrieben, in dem Sinn, ja, und das erfährt dann jemand und dann kommen immer wieder die Menschen zu Ihnen, die sagen, Sie haben das gemacht und dann stehen Sie plötzlich doch vor dem Gericht. Also genau, das war wirklich das auch, was Herr sehr, Dr. Bürger sagt, ja, sehr nahegehende Situation, ja, dort in dieser Spannung. Dann, ich bin auch der Meinung, dass die Palliativmedizin ausgebaut werden muss, ganz kräftig und auch die Hospizbegleitung, nur die ganze Gesetzgebung bzw. dieses Wegfallen des Paragraphen setzt ja nicht erst bei den Sterbenden an. Das ist auf alle Fälle wichtig und es ist auch so nach Zahlen von den Menschen, die mit Suizidwunsch in die palliativmedizinische Betreuung aufgenommen werden, haben bei guter Betreuung zuletzt noch 0,2 Promille diesen Wunsch. Also man sieht damit, was da wirklich viel zu ermöglichen ist. Nur die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts meint ja jetzt nicht allein den Suizidwunsch der Sterbenden, sondern jeder ganz generell. Und es waren Klageführer da, das waren Menschen, die sagen, ich habe Krebserkrankung und ich will für mich jetzt schon das Recht, dass ich dann, wenn ich das entscheide, dass ich sterben will, dass ich dann auch diese Hilfe kriege. Völlig unabhängig davon, ob sie schon Sterbende sind. Ja. Dann möchte ich ein Beispiel aus meiner klinischen Tätigkeit jetzt im Frühjahr dieses Jahres sagen, das mich in dem Zusammenhang auch doch beeindruckt hat. Ein älterer Herr, sehr gebildet, kam nach einem schweren Suizidversuch. Es war erstaunlich, dass er diese Vergiftung mit Medikamenten, so wie er es auch eingefädelt hat, überlebt hat. Er hatte auch vorher mal mit seiner Tochter gesprochen darüber, dass er, wenn er sein Leben nicht mehr lebenswert sieht, sein Leben beenden möchte. Die Tochter hat ihm nicht unbedingt widersprochen, war dann aber doch sehr erschüttert. Das hat ihn dann doch sehr gewundert. Der war nie suizidal aufgefallen. Der war auch nicht entsprechend auf Ärzte zugekommen, dass er sein Leben nicht mehr lebenswürdig findet. Er hatte starke Schmerzen. Er hat einen ganz starken Autonomieverlust gehabt. Zum Schluss sagte er selber, okay, ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Ich habe jetzt viel gelernt. Ich war viel zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Aber wenn ich sehe, was die Demenzkranken unten für einen Eindruck auf mich machen, ich hoffe, ich merke vorzeitig, wann bei mir die Demenz kommt und dass ich dann doch vielleicht jetzt bei der neuen Gesetzeslage einen Arzt finde. Und da ist ja die von dem Bundesverfassungsgericht diese Aussage, jeder Mensch entscheidet für sich selbst, wann er ein Leben als würdig empfindet. Das kann man ihm nicht von außen aufoktroyieren. So steht es etwa. Ja. Können wir mal und noch vieles machen, mehr, ja? Weil vielleicht noch andere was sagen möchten. Vielen Dank. Ja, es ist viel. Das sind nochmal Aspekte, die im Gesetz wichtig sind. Eigentlich meine ich ja, dass die Frage, was die interfraktionellen AGs angeht, eigentlich vorhin beantwortet worden ist. Nämlich Herr Müller hat gesagt, nein, die gibt es nicht,
sondern es gibt einzelne Personen, sogar zwischen ganz verschiedenen Parteien, die sich der Sache gerade annehmen. Ich meine nicht, dass wir da noch ein mehr Gewinn haben. Also das geht, er hat es auch gesagt, auf Covid-19 auch zurück, dass sie einfach bis jetzt nicht zusammenkommen konnten. Gibt es im Raum oder? Vielleicht, dass das vielleicht ein bisschen klarer macht, wo wir stehen im Moment. Wir stehen schon etwas weiter, wie wir sprechen miteinander sozusagen in der Lobby. Ja. Das Ministerium, das Bundesgesundheitsministerium, das sehr federführend ist in dieser Sache, hat relativ bald nach diesem Urteil, schon im April, 30 Verbände und Institutionen, natürlich auch die christlichen Kirchen, angeschrieben und darum gebeten, dass sie Stellungnahmen abgeben. Und diese Stellungnahmen liegen zwischenzeitlich auch vor. Es sind 52 Stellungnahmen, die das Ministerium gegenwärtig auswertet und dies uns dann auch an die Hand gibt. Und wenn wir diese Stellungnahmen haben, können wir natürlich die informellen Gespräche, die es jetzt sicherlich gibt im Moment, auch intensivieren und dann uns auch zu Arbeitsgruppen zusammenschließen. So wird der Prozess sein. Und ein letztes, es gibt momentan, das ist bisher nicht gesagt worden, ja immer wieder diese Anträge beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, die ja im Grunde diese lebensbeendende Medikation freigeben könnten. Die sind immer abgelehnt worden, diese Anträge. Es sind 190 Anträge anhängig, 119 sind abgelehnt worden. Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja schon in einer vor dem Bundesverfassungsgericht ergangenen Entscheidung gesagt, das verstößt gegen Artikel 2. Es gibt jetzt Eilanträge von Antragstellern. Das heißt, die müssen sehr schnell entscheiden und das wird natürlich den Druck im Kessel noch gewaltig erhöhen, auch auf uns Parlamentarier. Ja, dann müssen Sie was arbeiten. Also nicht, dass Sie es sonst nicht auch tun, aber... Darf ich nochmal auf die Online-Gäste fragen, was es da für Bündel gibt? Die Fragen enden quasi gar nicht, die im Internet gestellt werden. Medizinisch gibt es eine Evidenz, dass sedierende Medikamente keine lebensverkürzende Wirkung haben? Ich mache wieder drei Fragen, einmal im Schwung vielleicht, oder? Sie merken sich die... Ach so, okay. Ja, im Schwung fände ich gut. Im Schwung ist ganz gut, oder? Ja. Wieder die Frage an den Gesetzgeber. Würden Sie die Suizidbegleitung lieber einer Organisation überantworten, die kostendeckend arbeitet oder entsprechende Leistungen abrechnen kann? Oder einer Organisation, die diese Leistungen völlig kostenfrei anbietet? Welche Option erscheint Ihnen seriöser? Dritte Frage, das ist nochmal eine medizinische Frage, inwiefern die Suizidhilfe im Studium der Medizin vorkommt oder darin vorkommen soll, als Teil der Palliativmedizin, Fragezeichen. Und ich schließe noch eine letzte ethische an für die vier Menschen. Gibt es eine Pflicht zu leben? Gut, dann machen wir doch erstmal... Zu leben, Pflicht. Machen wir doch erstmal die medizinischen Fragen, die sind, glaube ich, immer einfacher. Also es gibt Evidenz, aber keine, sage ich mal, da gibt es ja auch wieder verschiedene Abgrenzungen, was ist hochgradige Evidenz. Es gibt aber schon Fallstudien, dass Sedierung, wenn es adäquat angewandt wird, dass es keine Lebensverkürzung macht. Ist es Teil der Palliativausbildung Suizid, wie man sich bei Suizid als Arzt, Ärztin verhält, Herr Dr. Bürger? Ist das zwei wichtige Punkte. Also Herr Hügel und ich sind ja schon etwas älteren Jahrgangs, wir sind trotzdem noch jung, aber in unserem Studium, und das gab es weder das Thema also Ethik als fester Bestandteil des Curriculums noch Palliativmedizin, das sind ja Dinge, die jetzt in den letzten Jahren massiv in Einzug haben oder eingehalten haben in die Approbationsordnung. Das heißt also Bestandteil der Lehre. Und dann wird sicherlich auch darüber, ich bin jetzt ja kein Student mehr, wird sicherlich darüber gelehrt und gibt es auch, also es gibt ja Institute auch an den Universitäten für Ethik und der Medizin. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung. Das heißt also, da wird schon Wissen vermittelt. Das heißt, die jungen Medizinerinnen, die dann irgendwann in den Beruf einsteigen, haben hier schon mal eine ganz andere Grundlage,
wie wir. Wir haben uns das sekundär erarbeiten müssen. Also. Aber das gab's. Mein Onkel war Assistent bei Sauerbruch in Berlin. Mhm. Und der hat mir erzählt, also mein Urgroßonkel war es, der hat mir erzählt, dass er Ethik hatte im Medizinstudium. Also es ist irgendwie mal da gewesen und dann wieder verschwunden anscheinend. Ja. Weiß es nicht. Okay, also das sind die, gibt es eine Pflicht zum Leben, war das? Eine Verpflichtung zum Leben? Das ist natürlich auch eine sehr religiöse Frage, Herr Miet. Gibt es eine Verpflichtung zum Leben? Das ist Herr aber jetzt kommt Kant, oder? Nein, jetzt kommt Kant. Hätte ich auch gedacht. Nein, es kommt nicht Kant, aber überlegen Sie sich mal, wenn wir fragen würden, hatte Jesus Christus eine Pflicht zu leben? Haben die Märtyrer eine Pflicht gehabt zu leben? Also es ist offensichtlich nicht so, dass es eine Pflicht zu leben so einfach hingibt, sondern es gibt eine Pflicht, sich dem Leben als gut zu stellen und dieses Gut nicht einfach zu verwerfen und es nicht so ohne weiteres einem anderen Gut zu unterstellen, das möglicherweise davon abhängig ist, dass man lebt. Und warum ist das eine Pflicht? Das ist eine Pflicht, weil wir können uns vorstellen, Leben ohne Freiheit, aber nicht Freiheit ohne Leben. Also doch Kant, ja. Gut. Okay, dann gab es noch, jetzt habe ich es vergessen. An Herrn Müller. Ja. Mit den zwei verschiedenen Organisationen, genau. Suizidbegleitung, ja. Kostendeckend oder kostenfrei? Ja. Oh, nicht so. Frei gibt es nicht. Also ehrenamtlich quasi, ehrenamtlich oder kommerziell? Ich werde es ganz einfach beantworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es überhaupt keine Organisationen dürfen kann, um diese Dinge durchzuführen. Ich bin der Meinung, wenn wir eine Regelung treffen, die die ganze Bandbreite abdeckt, dann wird kein Raum mehr sein für solche Organisationen, die uns ja im Grunde genommen dieses gesetzgeberische Handeln erst abverlangt haben, weil wir dann einen Weg finden, wie in der Eigenverantwortung, aber auch in der Begleitung, in der Beratung, nehmen wir es auch mal Seelsorge, der Einzelne diese Entscheidung treffen kann und am Ende dann über beispielsweise das auch mit der Gemeinschaft der Versicherten finanzierte lebensbeendende Medikament dann seinem Leben ein Ende setzen kann, beziehungsweise vielleicht auch unter Zuhilfenahme einer dritten Person, die ihm dabei zur Hand geht, als Gehilfe. Das kann ein Arzt sein, es kann auch eine andere Person sein, dann diesen Akt vollziehen kann. Und diese Organisationsformen, sehen Sie mir es bitte nach, ich bin da kein Freund davon und deshalb ist für mich auch die Frage, ob die das kostendeckend tun können oder ob die das kostenfrei machen können sollen und wir dafür Rahmenbedingungen schaffen, gar keine Frage für mich, weil ich diese Organisation als solche für nicht mehr notwendig erachten möchte, wenn wir fertig sind mit diesem Gesetzeswerk. Vielen Dank, Herr Dr. Bürger. Genau, da kann ich an sich auch also anfügen, das als Ergänzung. Ich denke, wir brauchen auch diese Organisation nicht, weil das habe ich mir jetzt auch im Rahmen dieses Vortrags überlegt. Wir brauchen einfach eine Entwicklung einer neuen Sterbekultur. Und ich sage jetzt mal die Punkte dazu nochmal, die ich mir überlegt habe. Und dann kann man auch darüber nachdenken. Und zwar auch aus meiner Berufserfahrung, die ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Generelle Akzeptanz menschlicher Endlichkeit, dass wir das akzeptieren. Dann Verzicht auch auf Lebenserhaltung um jeden Preis. Und Wiederbelebung ist mir ganz wichtig, beziehungsweise Stärkung des Dialogs zwischen Patient und Arzt. Wir sehen ja immer wieder, dass die Kommunikation, das Gespräch in den Hintergrund in einer überbordenden technischen Medizin kommt. Das heißt also, das haben wir ja gesagt, Beratung, Begleitung, dass wir da sind für die Menschen. Und das ist ja auch mehrfach jetzt angeklungen, dass wir, wie gesagt, diese Palliativmedizin und die hospizliche Versorgung weiter stärken. Also das ist ein langer Prozess, kostet viel Geld, Strukturen, Manpower, das wird ein langer Prozess werden. Mhm. Darf ich da was ergänzen? Mhm. Also ich stimme dem auch zu, wir brauchen solche Organisationen nicht, sondern das sollte in der Verantwortung derer liegen, die ohnehin
mit diesen Menschen zu tun haben. Ja. Und da haben wir aber bisher über eine Berufsgruppe noch gar nicht gesprochen, die elementar betroffen ist von dieser gesetzlichen Veränderung, und das ist die gesamte Pflege. Ja. Also ich bin jetzt ja bei der Diakonie im Kontakt mit sehr vielen stationären, aber auch ambulanten Pflegediensten, und das haben wir bisher überhaupt noch nicht im Blick gehabt. Und diese Menschen sind, die in der Pflege arbeiten, sind extrem wichtige Ansprechpartner, sind vermutlich auch diejenigen, die sehr oft hören, haben Sie mir nicht eine Mittele? Also, und die da aber auch vor große und schwierige Entscheidungen gestellt werden. Mhm. Also für die Träger, die katholischen Träger haben gesagt, wir beteiligen uns nicht. Die evangelischen Träger sind da auf der Suche, wie sie damit jetzt umgehen. Der Schutz ist plötzlich weg. Was tun wir jetzt? Die Leute kommen mit diesem Wunsch, vielleicht kommen, haben sie schon schriftlich notiert. Was heißt das für uns? Was heißt das für unser Ethos, für unseren Anspruch als Pflegeeinrichtungen, wirklich Menschen A, nicht zu bevormunden, B, nicht alleine zu lassen, egal wie sie sich entscheiden, und C, aber trotzdem dem Leben zu dienen, die Menschenwürde ins Zentrum zu stellen, auch wenn diese Leute keine Selbstbestimmung mehr äußern können. Ja. Und also all diese Dinge, das sind extrem schwierige Fragen, die da auf alle Träger und auch auf alle Einrichtungen und auf das gesamte Personal zukommt, auch wie man die Gewissen derer schützt, die da sind, weil die fangen natürlich ihre Ausbildung mit einem anderen Ethos an als Leute Und die Neuen gar. Und auch da muss die Ausbildung mit diesen Fragen sich beschäftigen. Und es muss auch Raum sein. Aber das geht natürlich an unseren Einrichtungen auch nicht vorbei. Eine Auseinandersetzung und Nicht-Tabuisierung muss es da ganz genauso geben. Genau. Aber wir sind uns jetzt alle einig auf die Frage, es gibt genug Einrichtungen, die, wie sich auch immer positionieren, das im Prinzip fachkundig und ethisch oder sagen wir mal sozialpsychologisch gut begleiten können. Das höre ich eigentlich jetzt gerade von allen. Ich würde gerne nochmal in den Raum gehen, und dann würde ich die 7 Wiesing-Kriterien nochmal uns anschauen, dass wir schauen, sind die ausreichend von Herrn Professor Wiesing, oder müssen wir da was dazu machen? Gibt es im Raum bei Ihnen noch eine Anmerkung, Fragen? Hier ist eine. Das Bundesgerichtshof zumindest teilweise so bewertet wird als Überhöhung der Selbstbestimmung. Und die ganze Zeit frage ich mich, ob nicht der Gesetzgeber hier bereits einen Weg beschritten hat, der sozusagen letztendlich das BGH in Anführungszeichen gezwungen hat, dieses Urteil zu fällen. Wir reden ja hier darüber, ob Menschen, die ein Leben lang Entscheidungen getroffen haben für sich selber, und diese Entscheidungen hatten immer Konsequenzen auf ihre Umwelt, da redet man drüber, dürfen die über ihren Tod entscheiden, nach dem Motto, wann sie den Termin setzen. Während ja der Gesetzgeber bis zur 12. Woche eine Mutter straffrei stellt, die sozusagen einen ungeborenen Menschen mit Hilfe von Ärzten töten kann. Ja? Und ich finde, das ist einfach nur eine logische Konsequenz, wenn ein ungeborener Mensch aufgrund einer Entscheidung einer Mutter, die sicherlich auch unter sozialem Druck steht, getötet werden darf, da ist es doch gar keine Frage, dass man konsequent weiterdenken muss und sagen, ja, dann darf der lebende Mensch, der Verantwortung übernehmen kann, genau diese Entscheidung für sich selber ja zu 100% treffen. Das kann gar keine Diskussion sein. Das passt super, weil Herr Professor Wiesing das genauso auf den Paragraph 218 angeschaut hat. Ich würde jetzt diese Kriterien nochmal nennen, weil das passt jetzt sehr gut. Und dann können wir uns insgesamt anschauen, ob die passen. Ich habe sie Ihnen ja vorher schon gegeben. Also Ärzte, die sich überlegt haben, was können wir jetzt an Kriterien ins Feld führen, weil der Gesetzgeber uns dazu ja aufgefordert hat. Also er sagt, es muss nach reiflicher Überlegung sein, keine Ad-hoc-Entscheidung, keine psychischen Störungen dürfen vorliegen. Es darf keine äußeren Zwänge geben. Man muss alle Alternativen aufzeigen, die es dazu gibt.
Es muss eine zweite Arztmeinung eingeholt werden. 10 Tage, und das ist wie beim Paragraph 218, glaube ich, 10 Tage zwischen Aufklärung und Durchführung des Suizids des Assistierten müssen da sein. Die Werbung bleibt verboten. Es gibt eine feste Vergütungsordnung. Und es muss eine Dokumentationspflicht zentral geben über das, was da passiert ist. Das sind die 7 Kriterien, die ich von Professor Wiesing und den Kollegen gefunden habe. Jetzt wäre die Frage, reicht das oder müssen wir das irgendwie anreichern? Da direkt aus dem Publikum was dazu, zu diesen Kriterien? Eine große Publikation von dem Publizisten Bartholomäus Grill über den Tod seines Bruders, der den Freitod nachher gewählt hat. Das ging durch die Zeit, durch den Spiegel, das ist eigentlich sehr publik gewesen. Und ich finde, dass er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, der Grill, über die verschiedenen Tode zu verschiedenen Zeiten, weil das ja hier auch angeklungen ist. Wir haben heute ganz andere Bedingungen wie vor 50 Jahren. Und das unterstreicht eigentlich nochmal die Sichtweise, die Frau Kohler-Weiß hier so vertreten hat. Es gibt wirklich Fälle, wo wir Ärzte, ich bin selber Ärztin, eigentlich ein bisschen erleichtert sind, dass diese Möglichkeit besteht. Und ich finde, die Kriterien, die jetzt zur Sprache gekommen sind, die sind wirklich umfassend und sehr hilfreich. Aber das passt trotzdem zusammen, mhm, in meinen Augen. Dankeschön für die, es hat ja dann doch gut gepasst. Es hat gepasst jetzt, genau. Wie geht es Ihnen, Herr Professor Mieth, wollen Sie was zu den 7 Kriterien sagen? Und noch welche hinzufügen? Ich habe die 7 Kriterien zum ersten Mal jetzt gerade gehört. Das heißt also, das Gespräch darüber muss erstmal noch stattfinden. Das ist also der erste Punkt, den ich sagen möchte. Und zum zweiten möchte ich wirklich sagen, gebt dem Gesetzgeber Zeit. Das, was also Herr Müller da angekündigt hat, schien mir sehr interessant zu sein. Und was die 7 Kriterien jetzt im Einzelnen anbetrifft, würde ich sagen, wo ist denn der Betreuer? So, es ist vor allem von Ärzten die Rede. Aber wenn ich daran denke, wie ich meine Frau begleitet habe, ich war auch sozusagen im Rahmen der Palliativbetreuung in die Klinik mit eingeliefert und eine Woche sozusagen im gleichen Zimmer mit meiner Frau. Und da ging es natürlich auch um Fragen, wie die vom Betreuer bzw. vom Berater zu behandeln sind. Und das nicht so ganz einfach. Es ist auch so, dass Verfügungen beispielsweise nicht so eindeutig sind, wie man vielleicht manchmal glaubt. Ich erzähle immer gern eine Geschichte von einem medizinischen Juristen, einem ziemlich bekannten Mann aus Göttingen, der fiel ins Koma und hatte die Wiederbelebung verboten. Er wurde aber lieber wiederbelebt und ein paar Wochen später aß ich mit ihm zusammen in Göttingen einen Schnitzel. Und ich hatte dabei den Eindruck, dass er ganz zufrieden war damit, dass er wiederbelebt worden ist. Also ich möchte nur darauf aufmerksam machen, hier sind einige Dinge, die nicht so klar sind, obwohl sie so klar zu sein scheinen. Aber das wesentliche Problem ist das menschliche Problem der Betreuer. Mhm. Also beispielsweise jetzt in der Betreuung meiner Frau, als er eine Operation verweigert hat, da ging es nicht um Hilfe zum Sterben, sondern es ging um Hilfe beim Sterben. Da hat eine Ärztin zu mir gesagt, wenn es meine Frau wäre, dann würde ich sie mit der Peitsche auf den Operationstisch jagen. Das ist der Stand 2017. Und ich hatte den Eindruck, jetzt komme ich als Betreuer in eine ganz schwierige Situation. Welche Erwartungshaltung kann ich dann an mich hegen? Ich weiß sehr genau, dass ich meine Frau auch zu irgendetwas überreden kann. Aber ich will sie ja nicht überreden, sondern ich will ihre Selbstbestimmung respektieren. Mhm. Das ist deswegen möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass das bei den Wiesing-Kriterien fehlt. Ganz wichtig, glaube ich. Und auch das, was Sie am Anfang sagten, dass der Mensch als Sozialwesen zu sehen ist, auch in dieser Situation. Gibt es von Ihnen aus noch was, wo Sie sagen, da würden Sie etwas ergänzen bei den Kriterien? Sie hatten ja vorhin noch ein paar Sachen gesagt. Sind die da drin? Kommen die da unter? Ich glaube, der Prozess, das haben Sie auch gesagt, der ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, jetzt haben wir auf der einen Seite einen Gesetzgeber, auf der anderen Seite auch der Herr Wiesing ist ja auch Medizinethiker. Ja. Das heißt, das sind ja jetzt irgendwie formulierte Sätze. Ich denke, das ist ja nicht das Ende des Prozesses. Das wird also noch dauern. Ne?
Also viele Dinge kann man sehen. Jetzt haben wir einen Punkt schon mal, der nicht berücksichtigt ist. Also ich denke auch, dass diese Liste, die da angesprochen ist, die ist noch nicht abgeschlossen. Also das muss man ganz klar sagen. Da können wir auch gar nicht drüber spekulieren, was da noch passiert. Ich fand es nur froh, es sind ja jetzt alle aufgerufen. Ich denke auch wir, uns damit auseinanderzusetzen und in den Diskussionsprozess dazu einzugehen. Da fand ich jetzt mal eine ganz gute Grundlage. Was mich dann mal interessieren würde, und das wird schwierig, wenn wir immer über Bürokratiewahnsinn reden, ich bin dann mal gespannt, wie die Dokumentation aussieht. Ja, das und dann, viel Spaß. Das ist immer so ein Punkt, wo wir drunter leiden. Da wäre ich jetzt mal nicht dafür. Ne, klar, was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt. Und dann das andere, klar, also das hat mir jetzt ein bisschen aufgestoßen, nicht, dass ich für Bezahlung bin, aber da geht es schon wieder um irgendwelche Gebührenordnung und Ziffern. Ich sehe das jetzt mal primär als sekundär, sondern wir brauchen erstmal eine gute Verfahrensweise und dann kann man vielleicht mal dann, sag jetzt was, also gegen meine Kollegen kann man über das Geld reden. Der Hintergrund von Herrn Wiesing war, dass man damit kein Geschäft machen soll. Nee, das ist richtig, genau. Das soll eher ein Schutz sein. Soll ein Schutz sein, also genau. Also man soll sich niemand dran verdienen. Dann ist es gut formuliert. Golden verdient genau. Von. Es gibt online noch Bedarf? Online gibt es ganz viel Bedarf noch weiterhin. Vielleicht allgemein einmal gesagt, wir haben einige Menschen unter uns, die Sterbehilfe betreiben und die ganz rege im Chat sich beteiligen und da ganz viele Dinge auch beitragen, die wir jetzt aber alle gar nicht hier kommentieren können, sondern immer nur die Fragen mit dazu hineinstellen. Eine Frage ist tatsächlich immer wieder rund um das Thema Selbstbestimmung. Und offensichtlich scheinen die Antworten noch nicht hundertprozentig zu genügen, die bisher genannt wurden, auch aus christlicher Sichtweise heraus zu sagen, wenn doch Jesus sagt, was willst du, was ich dir tun soll? Wo ist denn das Soziale des anderen? Und ein noch zweiter Teil, eine externe Beratung parallel zu Paragraph 218 für den Paragraph 217 einzuführen und in ähnlicher Weise zu dokumentieren, vielleicht als zusätzliche Dimension zu den 7 Kriterien, die benannt sind. Eine Beratungsstelle. Genau, eine externe Beratungsstelle, für die man sich zertifizieren lassen kann und die dann Beratungen durchführt. Vielleicht war es auch an den Herrn Müller, was interessant wäre, auch wenn es von Ihnen ja vielleicht kriteriologisch noch angeguckt werden könnte. Sind das die zwei großen Pools jetzt mal? Also die Leute, die Menschen beim Suizid unterstützen, beim Assistieren beim Suizid, sind noch nicht zufrieden mit dem Thema Selbstbestimmung. Können Sie da noch was dazulegen? Wir haben eigentlich viel schon Menschen als soziales Wesen genannt. Ich glaube, es ist ein anderer Selbstbestimmungsbegriff, der einfach vorliegt. Ich würde gerne noch etwas sagen. Also es ist ja so, Selbstbestimmung zu unterstützen, ist sinnvoll. Ich habe am Anfang meines Vortrags darauf aufmerksam gemacht, dass diese Karriere so wichtig ist und dass vielleicht die katholische Kirche noch dazulernen kann, was diese Selbstbestimmung anbetrifft. Das ist sozusagen die eine Seite, aber die Sache ist eben einerseits und andererseits. Die andere Seite ist eben, dass im Namen der Selbstbestimmung, der Karriere der Selbstbestimmung, die soziale Frage übergangen wird. Oder die Frage, wer mit der Selbstbestimmung immer mitgemeint ist, weil er auch an mithandeln muss im Rahmen dieser Selbstbestimmung, also Ärzte, Pfleger, Krankenhelfer, aber auch Betreuer und so weiter. Und deswegen scheint es mir so zu sein, dass wir immer darauf achten müssen, dass sich eine soziale Bewegung, das ist die Selbstbestimmung, also die individualistische Bewegung, wenn Sie so wollen, dass sich eine solche soziale Bewegung durchaus entfalten kann, aber sie muss begleitet werden von einem Menschenbild, das den Menschen nicht solipsistisch auf gleichsam eine einsame Figur festschreibt. Ich glaube, darüber hat Frau Kohler-Weiß sehr viel gesagt. Dankeschön. Beratungsstelle analog 218, 217, was sagen die Ärzte dazu, aber natürlich auch die Ethiker? Also ich denke schon, dass da ein bisschen andere Kriterien unter Umständen wichtig sind, weil also ich glaube, dass viele Fragen, also wenn es jetzt gerade, wenn es um sag ich mal, fortgeschrittene chronische Krankheiten geht, ja, da ist schon die Frage, wie dazu beraten werden kann. Das würde ich als schwierig sehen. Weil es da viel medizinisches Know-how dann braucht. Ja, weil es fragen, das ist genau wie bei einer Patientenverfügung auch oft. Ich erlebe oft, ja, dass die Vorstellung von dem, was da angekreuzt wird, ja, nicht so verstanden wird, wie das dann festgelegt wird. Ja. Ja, und das ist ganz, das halte ich, also da sehe ich schon einen Unterschied.
Also dass Sie sagen, das ist eigentlich im Palliativbereich ganz gut aufgehoben, weil man da fachkundig ganz gut beraten kann. Ja, es ist wieder, das ist die Schwierigkeit. Ja. Ich sehe das sehr getrennt von. Also ich sehe die Aufgabe von der Palliativmedizin, die Alternative zu zeigen dort im Prozess. Genau. Ja. Also das werde ich auch oft gefragt. Ja, und das ist auch vielleicht was man da nochmal herausheben kann. Das kann man nicht vorschreiben, sollte man auch nicht, denke ich. Ja. Aber stark empfehlen, wenn es um eine palliative Situation geht und noch ein spezielles Team vielleicht noch nicht gefragt wurde, ja, dass das vielleicht helfen kann. Das habe ich zum Beispiel gerade selber erlebt bei einem Freund, der das in Holland Euthanasie wurde, und da wurde kein Palliativteam. Ja. Immer nur so, das ist sehr wichtig, dass man das vielleicht mit einbezieht. Herr Dr. Bürger? Na, ich wollte es also nochmal unterstreichen. Das ist, wir sind ja auch sehr lange im Beruf und haben vieles auch aus der Berufserfahrung. Und ich sage es mal auch, wir machen irgendwo auch Seelsorge mittlerweile in der Fläche, weil die Seelsorge fehlt. Ne? Die ist nicht da. Das muss man auch mal sagen. Und deswegen bin ich trotzdem, und das möchte ich als Schlusswort auch nochmal sagen, Suizidhilfe ist eine komplexe ärztliche Leistung. Das heißt also, es erfordert, Sie sehen ja, jetzt haben wir ein Fachgebiet Palliativmedizin, das ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen und einfach so ministerlich entstanden, sondern es ist aus der Notwendigkeit entstanden, dass wir Fort- und Weiterbildung auch im hausärztlichen Bereich benötigen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass das in unsere Hände gehört. Und wenn man jetzt von externer Beratung kommt, wie soll die Beratung aussehen? Das sind ja Dinge, die müssten dann gelernt werden, da müsste ein Curriculum geben. Das kann man nicht in einem Programm abhandeln, sondern da bedarf es auch praktischer Tätigkeit. Und die haben wir einfach. Ne? Auch dabei die Frage, ob das, was da ist, nicht ausreicht, wenn sich es bündelt. Ja. Frau Dr. Kohlerwein. Ja, zur Beratung möchte ich gerne was sagen. Also ich bin mir selber unsicher bei diesem Thema. Ich habe da noch keine endgültige Meinung, aber zwei Aspekte möchte ich kurz einfach Ihnen zu bedenken geben. Ich glaube nicht, dass man eine verpflichtende Beratung vor einem Suizid strafrechtlich wird umsetzen können. Mhm. Beim Schwangerschaftskonflikt kann man das, weil es eben noch um das Leben eines anderen geht, wie Sie das vorher gesagt haben. Also, und diese damals genannte Zwangsberatung war ja auch heftig umkämpft und sehr umstritten. Man hat jetzt da einen ganz guten Weg gefunden, jedenfalls für die evangelische Kirche, die ja auch eine Beratungstätigkeit durchführt. Wir machen da überwiegend positive Erfahrungen, aber es hat auch was von dem, dass man die Anwaltschaft für den Lebensschutz an eine Stelle delegiert. Und damit ist es mir nicht wohl. Also man sagt dann auch, ja, die sind ja jetzt beraten und die Beraterinnen, jedenfalls wenn sie auch religiös gebunden sind, dann haben die das bestimmt zur Sprache gebracht. Meinen Sie, man wäscht sich die Hände so ein man bisschen rein? Man wälzt es auch ein bisschen ab auf diese Stellen. Genau. Und also die sozialen Rahmenbedingungen ändern sich dadurch nicht. Genau. Und da bin ich bin unsicher, ob das eine gute Möglichkeit wäre, dann so etwas einzuführen. Ja. Es ist sicher eine gute Möglichkeit, auch nochmal andere Gespräche zu führen, auch Gespräche führen zu können mit Leuten, die nicht direkt betroffen sind. Also Angehörige sind immer direkt betroffen, auch Ärzte haben ja dann einen Bezug und es eröffnet nochmal Gesprächsräume, ganz bestimmt, aber allein darauf zu setzen, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Wenn man das mal ganz praktisch untermauert, wir haben jetzt gerade aktuell eine Situation in unserer Praxis, ne? Eine Frau, die irgendwann gesagt hat, sie hat ihr Leben gelebt, im Moment ist das Problem starke Schmerzen, die werden behandelt, also es ist schmerzfrei, aber trotzdem ein Wunsch, aus dem Leben zu scheiden. Da gibt es keine Beratungsstelle, die dann da ist. Ne? Wo soll die herkommen? Sondern das läuft doch praktisch so an. Das ist die Realität. Da kommen die Angehörigen, der eine kommt aus Berlin, der andere aus Hannover. Dann trifft man sich am Wochenende, führt ein Gespräch in der Familie und wir werden als Hausärztinnen gefragt, Doktor, was kann man denn tun? Das ist die Realität. Das heißt also, der Hausarzt und in dem Fall die Angehörigen sind die Nächsten, die betroffen sind und hier überlegen müssen, wie man mit diesem Problem umgeht. Natürlich kommt dann zur Frage, ja, sind Sie christlich irgendwie orientiert, haben Sie da Ihren Wunsch? Ja. Ne? Aber ich habe da immer in diesen Gesprächen
keine Religion gesehen, ja, ne, dass da der Pfarrer nachgefragt wird oder die Pfarrerin, ja, ne, sondern das ist immer so das Erste, was dann kommt. Ja. Und dann ist immer die Frage, ob dann viel, viel hilft, sondern wir müssen auch mit diesen Realitäten umgehen. Ja. Wie sind sie denn? Und die richtigen, ja, Instanzen. Herr Dr. Hügel? Ich wollte noch was sagen, auch also zum Multidisziplinären. Ja, es geht jetzt, wenn es um so Einzelne angesprochen, ja, die sprachen auch die Pflegenden an. Ja, ja. Also wenn ich also das mache, dann sind wir immer zu mehr. Also ich komme da nicht alleine. Ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, eine Unterstützung. Wir versuchen da auch verschiedene Ressourcen mit einzubinden immer. Ja. Ganz wichtig, dass wir da jetzt auch nicht nur die Ärzte alleine haben, da die Das die fehlt Lösung. So ein bisschen bei den Wiesing-Kriterien, weil das auch immer noch von diesem Individualismus her gedacht ist. Das kam bei der Anmerkung. Sehr prozedural, also sehr formal ist es auch. Ja. Wir wollen Sie nicht, also wir wollen ja eigentlich bis 10, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben heimlich auch gesagt, das halten wir gar nicht aus, so lange alle. Aber es gibt, schaffen Sie nochmal, dass wir die Online-Gäste nochmal fragen? Ja? Schaffen Sie es auch noch? Vorher wurde gefragt an den Herrn Müller, ob neutral beraten werden muss oder ob immer praktisch für den Schutz des Lebens, also das heißt für den Erhalt des Lebens beraten werden muss. Und das wäre natürlich schon eine Frage. Strebt der Gesetzgeber oder beziehungsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor, neutral zu bleiben? Oder darf man da Position beziehen, pro oder contra? Mhm. Wäre dann an Herrn Müller. Ja. Frage. Gleich. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schreibt eben diesbezüglich ja gar nichts, wo es sich ausschließlich mit dem Paragraphen 217 StGB beschäftigt und gesagt, der in dieser Form ist nichtig. Nicht. Es gibt keine Empfehlungen, wie wir da vorgehen sollen. Das bleibt dem Gesetzgeber überlassen, aber Sie haben die Wiesing-Kriterien angesprochen und in diesen Kriterien sind in der Tat etliche Elemente drin, die wir auch von der Schwangerschaftsberatung und in der Diskussion mit § 218 StGB kennen. Auch diese zweite Arztmeinung war übrigens Gegenstand eines Gesetzentwurfs von Peter Hinze, der ja in dieser Zeit selbst unheilbar krank war, als er an diesem Gesetzeswerk mitgearbeitet hat. Also das sind alles Elemente, die schon da sind. Wir werden diese Elemente sicherlich in der einen oder anderen Form wieder verwenden, aber ich kann nur eins sagen, entscheidend ist, welche Richtung schlagen wir ein? Die strafrechtliche, die zivilrechtliche und die verwaltungsrechtliche. Danach bemessen sich dann die einzelnen Ausgestaltungen. Und deshalb kommt mir dieser Wiesing-Vorschlag im Grunde genommen einen Schritt zu früh, weil er das vieles schon vorwegnimmt. Das war eine Mischung aus etlichem, aber er nimmt vieles zu weg. Wir müssen erst die Richtung festlegen, in die wir gehen wollen. Und dann werden wir auch sozusagen die einzelnen Stationen festmachen. Ja, das war nochmal sehr wichtig. Das haben eigentlich vorhin alle, besonders Professor Miet hat es auch nochmal hervorgehoben, dass es vorrangig ist. Vielen Dank. Dass das auch um den Druck zu erhöhen. Gibt es noch dringende andere Dinge oder können wir einen Knopf dran machen? Wir können einen Knopf dran machen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich fand, das war, also mir ging es ganz gut in der Moderation. Fand das sehr interessant, was Sie alle Unterschiedliches jetzt eingebracht haben. Und wie mein Doktorvater mal gesagt hat, man wird nicht dümmer davon, wenn man solche Sachen macht. Nein. Wir haben, glaube ich, alle was gelernt davon. Ich bedanke mich auch sehr bei den Moderatorinnen, Moderatoren da hinten, bei Ihnen allen, dass Sie so lange ausgehalten haben und bei den Online-Gästen. Vielen, vielen Dank für dieses riesige Interesse. Wir werden das weitermachen. Wir werden das nächstes Jahr nochmal interreligiös angucken. Es gibt von Frau von Elisabeth Klappek, ich habe es dabei, ein Buch über die jüdischen Positionen, da gerade ging, und auch über die muslimischen, die sind gerade dabei, was zu formulieren. Und ich finde, wir müssen das auch interreligiös angucken. Und das werden wir, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und das werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr machen. Außerdem möchte ich gerne auf eine Ausbildung hinweisen, Kinder, Jugendliche und Familien in Trauer begleiten. Eine große Basisqualifikation findet jetzt bei uns statt, über 2 Jahre, auch hier in Weingarten. Wer daran Interesse hat, gibt leider nur 14 Plätze, weil das einfach eine sehr intensive Ausbildung ist.
Und vielleicht ein bisschen das, was Sie alle vorhin gesagt haben, dass viele Leute qualifiziert werden müssen, vielleicht dem auch mal anfänglich ein bisschen abhilft. Kommen Sie alle gut nach Hause. Vielen Dank für Ihr Interesse.